Ist das Ding an? Einen wunderschönen guten Tag allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Musiklaber-Allianz. Ich bin Kevin, ich bin heute einmal mehr Solist, aber tatsächlich dieses Mal so ein bisschen aus freien Stücken, denn ich habe euch ein bisschen was mitzuteilen, ein bisschen was zu erzählen vor allem. Mitzuteilen hört sich so seriös und ernst an, nein. Ich habe euch ein bisschen was zu erzählen, denn am letzten Wochenende, am, jetzt muss ich hochgucken, 14.06., 15.06., also mitten im Juni, es fand letzte Woche das Bruch Open Air statt in Kettenkamp bei Bippenberge im Osnabrücker Land. Und was soll ich sagen? Ich habe euch eine Menge zu erzählen, eine Menge zu berichten. Denn zum einen, das Festival, ich weiß nicht, der eine oder andere von euch hat ja vielleicht im Vorfeld auch die Orga-Folge gehört, die ja technisch, tontechnisch ein bisschen schwierig war, aber nichtsdestotrotz nichts weniger informativ war. Und da wurde ja schon einiges im Vorfeld erzählt und berichtet und auch von dem Orga-Team, von der Orga-Crew berichtet, was denn so rund um das Festival passiert, vom Booking bzw. vom Line-Up-Aufbau bis hin zur Logistik, vom Kulinarischen und allem, was dazugehört. Und deswegen war die Vorfreude auch umso größer, dass dann endlich es am Freitag losgehen sollte. Und was soll ich sagen, Freunde? 21 Bands an zwei Tagen ist eine Nummer auf einer einzigen Bühne, muss ich sagen. Aber da kommen wir gleich zu. Und zwar, also, erstmal ging es natürlich erstmal los, Camping, also beziehungsweise Zeltsachen gepackt, Auto voll gemacht und auf geht's Richtung Kettenkamp. Ungefähr, ja, eine gute Stunde, weil es ein bisschen über die Karpaten durch die Stadt muss, vom LA-Studio aus. Ja, ungefähr 50 Kilometer sind das ein Weg, eigentlich ganz easy. Und ja, dahin gedüst, da angekommen und festgestellt, also war so gegen, lass mich lügen, ich glaube 14 Uhr da gewesen. Und also ich sage, die Jungs haben den Campingplatz auch schon etwas früher geöffnet. Ich glaube um 9 oder um 10 Uhr, meine ich, in der Richtung, wurde der Campground nämlich schon geöffnet für die Leute, für die Camper. Und also erstmal Punkt 1, das Campgelände war erstmal richtig, richtig groß, richtig krass gut durchorganisiert im Sinne von, dass von vornherein abgesteckt wurde, wo Fahrspuren zu halten sind, wo wo halt gecampt werden soll, wo besser nicht und so weiter. Das war super, super gut schon direkt von vornherein so klar gemacht, also man konnte es direkt sichtbar sehen und mich dann entschieden, im Endeffekt dann direkt ganz am äußersten Ende des Campingplatzgeländes da das Zelt aufzuschlagen. Da war definitiv die beste Aussicht auf das umliegende Gelände auf der einen Seite. Man hat selber ein bisschen ruhiger gelegen, weil ja, irgendwann, ich muss gestehen, da werde ich ein bisschen altmodisch. Ich muss, wenn ich vom Festival wiederkomme, dann bin ich froh, wenn ich meinen Hintern in die Penntüte schmeißen kann. Und bin ich froh drum, wenn ich irgendwann auch mal pennen kann, tatsächlich. Vor allem, wenn da so zwei Hammertage anstehen. Ergo hat eben gesagt, die Zelte etwas weiter außen aufgeschlagen. Man konnte schön an so einem einzelnes Bäumchen stand da noch ganz schön. Und man konnte dann schön so auf die umliegenden Felder und so was gucken. Das war auch ein Feld, also der Campground war auch ein Feld, der was vorher abgemäht worden ist und entsprechend sehr angenehme Grashöhe hatte, Rasenhöhe hatte. Und man konnte sich da auch gut ausbreiten. Boden war schön knusprig hart zu dem Zeitpunkt noch. Das heißt, man konnte schön die Heringe reindübeln und Zelt, das stand, also war ein bisschen windig, aber das stand alles sehr stabil. Da musste man überhaupt keine Sorgen haben, dass da irgendwas mit ist. Das war schon mal ganz was Feines. Wie gesagt, Camping with a View. Mir wurde es tatsächlich bei der Aufzeichnung mit der Orga-Crew schon quasi versprochen. Und da wurde definitiv nicht zu viel versprochen, denn es war wirklich schön. Also es war, wenn jetzt nicht gerade richtig Randale wäre und richtig was los wäre, das war richtig malerisch. War schön. Hat mir gut gefallen. So ein bisschen Stillleben während dem Festival. War cool. Ja nun, auf jeden Fall, nachdem dann aufgebaut wurde, ging es dann los, so auf die obligatorische Campingplatz-Geierrunde. Das heißt, mal ein bisschen gucken, vielleicht auch bekannte Gesichter treffen, gucken, was da sonst noch so zu finden ist, zu sehen ist, an auch teilweise abgefahrenen Aufbauten. Man kennt das ja auch von anderen Festivals und anderen Veranstaltungen tatsächlich auch, dass man teilweise im Campbereich auch durchaus mal die abgefahrensten Aufbauten und
Dinge da findet. Mein persönliches Highlight, und das hat tatsächlich der Gute auch schon, hat es auch schon in die Zeitung geschafft, war tatsächlich der 12,5-13 Meter lange Setra-Linienbus, den umgebauten. Habe ich so ein bisschen, da habe ich, so, hab ich auch so ein bisschen gedacht, so, oh, ich will sowas auch haben. Tatsächlich, für den einen oder anderen weiß es nicht, ich selber, ich darf die Kiste tatsächlich fahren. Also Busfahren ist nicht das Thema, aber das handwerkliche Geschick, sich so eine Kiste fertig zu machen, fehlt mir ganz komplett. Und B, muss man auch Platz haben, um so ein Ding auch dann beim Nicht-Festival irgendwo abstellen zu können. Das ist dann auch so ein Problem mit der Logistik, aber noch lösbar. Aber ja, es scheitert bei mir in dem Fall tatsächlich eher an dem handwerklichen Geschick, sich sowas umzubauen. Naja, auf jeden Fall, also das Ding fand ich total cool. Mit Dach, mit so einem Dachterrassending gebaut. Da haben sie oben noch EM geguckt. Und neben dessen so, waren irgendwie so 15 Leute, die da irgendwie da auf dem Bus rumschwirrten zwischendurch und mit Generator hinten noch am Bus dran und. Also da war ordentlich was los. Das war definitiv so ein kleiner Showstealer, muss ich sagen. Aber auch andere, also da wurden Zeltgruppen zusammengeschmissen, da gab es gute Laune, Mucke, also Spaß in den Backen, teilweise mit Treckern, teilweise so Trecker-Anhänger umgebaute mit Häuschen quasi, so Holzhäuschen hinten dran und so. Also da waren ein paar sehr wilde Aufbauten. Es wird auch noch ein Video zu geben, das kann ich euch da schon mal sagen vorweg. Es wird einen Vlog geben, einen großen, schätze ich, weil großen vor allem lang, weil ich alleine, ich glaube, an Videomaterial über 100 oder knapp 100 Videoclips gemacht habe, aufgenommen habe, von Bands über Campingplatzrunden bis alles, was da so an dem Wochenende so rund ging, so mehr oder weniger. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wird dann irgendwann auch auf YouTube bei uns auf dem Musiklaber-Allianz-Kanal zu sehen sein, wenn ich die Zeit dazu finde, dann demnächst mal. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, also war schon eine absolute Show, auch bekannte Gesichter getroffen, da unter anderem Jolli wieder getroffen, den der eine oder andere auch tatsächlich auch stimmlich hier schon mal bei uns gehört haben, als einer der Jungs vom Orga-Team Motion May. Sunny und Stefan, Grüße gehen raus, mit Bustaff waren da, beziehungsweise die gesamte Metallici-Crew, die man dann auch mal kennengelernt hat, ein bisschen mehr gequatscht hat, ein bisschen sich unterhalten hat und so weiter. Richtig schöne, angenehme, lustige, spaßige Runde. Und es war herrlich, bevor eigentlich um 16 Uhr dann wirklich das Festivalgelände geöffnet worden ist, hat man vorher auf dem Campingplatz noch so viele Gespräche gehabt und gequatscht und geguckt und es war schön. Es war wirklich schön, es war wie gesagt malerisch, man hat ruckzuck seinen Kram stehen gehabt und irgendwie sofort bekannte Gesichter getroffen und da schmeckte auch das Pilzchen aus der Dose ganz fein. Naja, guti, dann ging es irgendwann los, 16 Uhr. Alles klar, Campground hat schon länger geöffnet, habe ich gerade schon gesagt. Das Festivalgelände wurde dann auch geöffnet, man konnte dann drauf. Und was soll ich sagen? Also es wird definitiv, man gab sich auch beim Interview seitens des Orga-Teams sehr selbstbewusst. Habe ich gedacht, okay, muss man sich mal gucken, ob das auch, ob da auch was hinter sitzt. Und yes, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja doch, also es wurde nicht übertrieben, das muss ich sagen. Also man kam auf dieses Festivalgelände drauf. Da war dann direkt, also erstmal das ganze Gelände wirklich komplett umringt von wirklich auch Altholzbestand, also mit rundherum Bäumen und hoch und mega schön und alles Natur und so weiter belassen. Richtig, richtig cool. Das fand direkt neben einem Bauernhof, einem größeren Hof statt. Und man kam auf das Gelände drauf und es war sofort irgendwie durch dieses ganze wirklich Natur, durch diese Naturrahmen und Naturbegrenzung, hätte ich bald gesagt, das war irgendwie muckelig, das war schön, das war irgendwie gemütlich, das hat mir direkt gefallen. Ja, bin drauf gekommen, dann hatten sie da diverse Bierwägen stehen, vor allem zwei, die definitiv nicht mehr Bierwagen waren, sondern das waren auch schon Bierbusse gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt, es gibt ja einmal diese typischen Getränke, Bier, Pilze, wie man die nennen will, keine Ahnung. Und dann gab es einfach so mal das Ding durchgespielt, einfach nochmal eine ganze Nummer größer. Da waren zwei riesengroße Bierbuden mit riesengroßem auch Überdachungsteil noch dran, rechts und links und davor und darum, also in so einem großen Kreis rum. Da wurde auch standesgemäß tatsächlich, man hat sich da auch schon darauf berufen, das alte Wackenbier Becks war da ganz hoch im Kurs, wurde auch komplett ausgeschenkt, war auch lecker. Und diese Bierbuden alleine schon, die waren schon recht groß. Also es standen zwei von diesen ganz großen Teilen da, eine etwas kleinere. Und tatsächlich sollte das auch, zumindest für meine Begriffe, und es gab den Biergarten noch, da komme ich gleich noch zu, da gab es auch noch ein bisschen Bier,
man sollte definitiv nicht verdursten an diesem Wochenende. Also selbst bei den Zuschauerzahlen und Besucherzahlen, irgendwie über 1000 Leute irgendwie waren es rum so in dem Dreh. Ja nun, also man musste nicht großartig lange warten. Das muss ich schon, also Grüße gehen schon mal raus ans Thekenpersonal, an allen Buden. Man musste nicht lange warten auf sein Bier. Ob er Bier war, ob er Cola war, ist Schiedigol. Hat mir schon mal sehr, sehr gut gefallen. Also man war auch da definitiv heiß wie Frittenfett und hatte auch Bock, die Leute da entsprechend, nicht abzufüllen, aber halt entsprechend, dass die Jungs auch, dass die Leute ratzfatz Getränke hatten und dann auch direkt wieder zur Musik übergehen konnte. Danach oder dazu gab es dann noch eine, ich nenne es jetzt mal die Futterkurve. Die Futterkurve bestand aus tatsächlich sehr vielen unterschiedlichen Gerichten, die man da kriegen konnte. Also erstmal noch kurz darauf, auf die Getränke zu kommen, bevor ich euch da jetzt kulinarisch da das Wasser im Mund zusammenlaufen lasse. Denn, also getränketechnisch muss ich sagen, was mir gut gefallen hat, das habe ich jetzt bei anderen Veranstaltungen gesehen, da wurde dann so ein bisschen durch die Bank weg eine Preislinie gefahren. Also ich jetzt als, der am zweiten Tag dann noch gefahren ist, abends, nachts, spät, der dann da sich an Cola und Wasser orientiert hat, der durfte nicht so tief in die Tasche greifen, wie einer, der Bier, nur Bier haben wollte. Das fand ich gut. Bierpreis war, ich glaube 3,50, wenn ich richtig im Kopf habe. Ich meine 3,50 gab es ja Bier und, 3,50? 3 Euro, glaube ich. Oh, ich hab tatsächlich irgendwie der erste Tag so ein bisschen im Nebel versunken, der zweite Tag habe ich kein Bier mehr getrunken. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich für eine Cola 2,50 bezahlt habe. Becher fanden 1 Euro, alles easy, alles super. Das war, also getränketechnisch war das, getränkepreismäßig war das absolut in Ordnung für so eine Veranstaltung. Absolut gut. Und ja, wie gesagt, ich komme dann mal zur Futterkurve. Die Futterkurve war sehr, wie drehe ich das aus? Überraschend und doch sehr abwechslungsreich doch tatsächlich, und das meine ich absolut positiv, weil du konntest wirklich was kriegen, was, also so ein bisschen, du konntest tatsächlich ein bisschen variieren, also tatsächlich war es so, ich habe mich dann am Campinggelände tatsächlich, oder am dem Wochenende tatsächlich eine Handvoll ein bisschen was zu futtern mitgenommen, ja, so ein bisschen für den Morgen nach, um mal an so ein Brötchen zu beißen oder mal an so eine Beefy reinzudrücken. Aber sich schon so ein Stück weit darauf verlassen, dass man sich vor Ort verpflegt, nachdem dann auch man gehört hat, was es da so gibt und auch ja bei uns hier im Podcast ja auch erzählt worden ist. Also gut, da mache ich dann auch Probe auf Exempel, das will ich wissen. Also, ja, nee, auf jeden Fall, Futtermeile, also es ging los, es gab eine Fischbude, man konnte sich ein frisches Fischbrötchen dort unter anderem kriegen. Es gab diverses an Meeresfrüchten, nicht nur im Brötchen. Dann gab es eine, also das war wirklich Oldschool, Pommesbude, Currywurst, Pommes, Mantaplatte, Abfahrt, auch gut, war super solide, gibt es tatsächlich auch einen kleinen Test im Video, war lecker, war gut. Dann gab es diese Gyros-Pita-Dinger, die waren geil. Freunde, also erstmal Grüße gehen raus, auch an die ganzen Futterstandbetreiber. Also die Pita, das Ding war durchgespielt, das Ding war lecker, das war richtig geil. Hast du so ein, ich sag jetzt mal so ein Fladenbrot gekriegt, also die Großstädter von euch kennen so ein Dönerfladenbrot ja auch durchaus in der Größenordnung. So, oh, schön mit Kraut, mit Tzatziki und mit Gyrosfleisch. Und Freunde, das Ding war lecker. Das war ganz was Feines. Also das war wirklich deftig, lecker, geil. Für 6 Euro war auch in Ordnung vom Preis, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir reden auch noch über Festival, das darf man auch nicht vergessen. Also fand ich echt in Ordnung. Konnte man auch wirklich mal einen Moment satt werden. Also ich weiß, am Samstag, da gab's, es gab Frühstück. Zum Beispiel, am Samstag gab es Frühstück, da gab es auch wirklich hier Eier, also hier Rührei und Brötchenhälften belegte und Kakao und sowas. Das war ganz, ganz lecker, ganz fein, schön warmes Ei, das war geil. Man konnte mittags dann sich eine Mantaplatte holen oder eben so eine Gyros-Pita, wie ich sie gemacht habe. Und abends nochmal eine Mantaplatte und später nochmal eine Portion Pommes tatsächlich. Das war mein Tagesding auf dem Samstag, da kam ich mit klar. Also das war super. Und Mantaplatte mit Pommes, ja, 6,50 Euro. Ja, leider Gottes, irgendwie werden die Preise halt nicht besser. Das ist leider Gottes so. Und was es auch noch gab, es gab einen Pizzastand. Dort wurden Pizzen entsprechend vorbereitet und auch entsprechend vor Ort gebacken. Da wurde ein Pizzaofen auch im Verkaufswagen da entsprechend platziert. Und das gab dann von der Größenordnung, es waren jetzt keine 28 cm Durchmesserpizzen, aber es gab so, wie groß waren die, 20 cm? 15, 20? Ich habe die Pizza nicht probiert. Da irgendwie, die ist mir so ein bisschen durchgegangen. Und bei der Fischbude war ich jetzt auch nicht persönlich essen, weil ich mit Fischgerichten habe ich persönlich so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis. Von daher habe ich da das mal sein lassen.
das war, es sah gut aus, was da lag, aber zum Geschmack, das müssen andere beurteilen, da bin ich raus, da kann ich euch nicht helfen. Naja, auf jeden Fall, also man wurde auch durchaus satt von dem Essen, fand ich. Und ja, nachdem man dann so die Futterecke mal abgecheckt hat, dann ging es mal vorne Richtung Bühne, dass man die Bühne auch mal ein bisschen abgecheckt hat. Beziehungsweise halt vorher, gelogen, vorher war man noch bei dem Biergarten. Es wurde tatsächlich ein Biergarten angelegt in dem Festivalgelände, auf diesem Festival-Area-Bereich da. Und das wurde schön wurde wirklich mit so einem Zäunchen, also mit so einem Zaun so ein bisschen abgesteckt. Und da wurde dann der Boden, wurde dann mit so diese Holzschnipsel, Schnitzel, also nicht so kleine Mini-Dinger, sondern richtig so großformatig wurde das mit so Holzdingern ausgelegt, auch wirklich frisch tatsächlich. Da standen Bierbänke, da gab es auch einen Getränkestand, beziehungsweise da wurde tatsächlich nur Bier und Biermisch verkauft. Das fand ich ein bisschen irritierend, weil ich hätte auch gerne mit einer Cola gezogen, aber bis zur nächsten Bier- und Getränkebude war es jetzt auch nicht so weit. Da wurde vielleicht das Thema Biergarten sehr, sehr ernst genommen. Wie ich tatsächlich aber, also jetzt mit dem Augenzwinkern natürlich, ich habe mich später tatsächlich aufklären lassen. Ich hatte mit dem Florian danach gesprochen vom BOA-Team. Habe gefragt, Jungs, wie sieht's, was ist denn da, was ist denn, wieso denn? Ja, hat wirklich logistische Gründe gehabt. Ist alles cool, alles gut. Nur im ersten Moment hat man sich natürlich so gefragt, so, okay, man hatte gesehen, da wurde Cola und auch Sprite gab es da. Man wurde dann, also diese Mischgetränke dann, die man da kriegen konnte. Aber halt so Dose war ein bisschen schwierig und hatte wirklich rein logistische Gründe, dass man da halt nicht so viel lagern konnte in dem Bereich. Komme ich mit klar, kann ich mit leben. Kein Thema. Und wie gesagt, bis zum nächsten Bierbude war es echt nicht weit. Das ist jetzt echt Jammern auf verdammt hohem Niveau gewesen. Naja gut, auf jeden Fall, danach ging es erstmal weiter. Und natürlich, was auch wichtig ist, Freunde, ihr wisst es selber gut genug, beim Campen sowie auch auf einem Festivalgelände, was rein muss überall, muss auch irgendwann mal wieder raus. So, und tatsächlich wurde natürlich auch an die Sanitärabteilung wurde natürlich gedacht und das wurde definitiv doch auch in einem anderen Level gedacht. Also da wurden standen zwei, ich nenne es jetzt mal XXL-Toiletten- und Sanitäranhänger dort. Eine an der Bühne, also links neben der Bühne, so ein bisschen abseits, dass man da auch in Ruhe auf Klo gehen konnte. War ganz spannend, wenn eine Band gespielt hat und das vibrierte unter einem durch den Bass. War ganz interessant. Ein neues Erlebnis auf jeden Fall. Aber auch auf dem Campground, dort wurde auch ein großer Toilettenwagen platziert. Also du hattest wirklich was hat das Ding für Abmaße gehabt? Ich glaube 10, 12 Meter, also das Ding hatte fast schon Busausmaße, das ist ein Riesenteil. Auf beiden Seiten Toiletten, teilweise einen großen XXL-Bereich, also Herren-XXL-Bereich, da waren dann irgendwie 6 Pisspötte, also 6 Pissoirs tatsächlich auch platziert. Nur fürs Pinkeln, war auch gut. Also logistisch auch wirklich durchdacht. Eine Seite komplett mit Frischwasser versorgen, dass du auch dann wirklich Pfötchen waschen kannst. Der eine oder andere hat es auch mal genutzt zum Haare waschen, habe ich am nächsten Morgen gesehen. Tatsächlich, fand ich auch interessant, ganz spannend. Dann gab es tatsächlich so, weil man muss dazu sagen, dass die Toilettenbude auf dem Campingplatz, die stand vergleichsweise recht weit vorne im Festivalgelände Zufahrtnähe. Da gab es so den einen oder anderen, der natürlich so ein bisschen, ich will nicht sagen gemosert hat, aber zumindest so ein bisschen sich am Kopf gekratzt hat und gefragt hat, wieso steht das Ding denn nicht weiter hinten und nicht weiter mittiger irgendwie so, ne, dass dann die Wege so ein bisschen verteilter sind, weil zum Beispiel der Campingplatz oder der Platz, an dem unter anderem auch mein Auto bzw. mein Zelt stand, war dann doch recht weit weg von. Ich meine, der eine oder andere hat natürlich den Naturdünger gemacht, wenn es nur flüssig war. Das wird mit Sicherheit auch ein Stück weit wahrscheinlich auch keinen überrascht haben an der Stelle. Aber wenn es halt mehr wurde, muss man natürlich ein Stückchen laufen. Muss man schon ein bisschen früher mal losmarschieren. Ja, auf jeden Fall hatte auch das logistische Gründe, weil das war tatsächlich das Weiteste, wo sie Frischwasser hinkriegen. Weil es ist nun mal immer noch ein Acker. Und es ist halt nun mal noch kein Wacken Open Air, ergo muss man mit dem so ein bisschen leben, was da geht. Und das war das Maximum, was man an Wasser und Wasser liefern, Wasserdruck vor allem liefern konnte, dass das noch vernünftig durchspülte. Also für den einen oder anderen von euch, der vielleicht auch dort gecampt hat und sich gefragt hat, das ist so ziemlich das Rätsel der Lösung gewesen. Und von daher auch da völlig nachvollziehbar, weil wenn du dann hingehen musst und musst noch weiter Pumpenmaterial und so weiter, also noch viel mehr Wassertechnik da einbauen, auf Dauer, das geht natürlich auch ins Geld und am Ende des Tages bezahlen dann alle wiederum die Zeche, die dann da aufs Campinggelände wollen, weil dann kosten die Campingkarten wieder mehr. Ist durchaus soweit so nachvollziehbar. Und aber wie gesagt, das so zum Thema Infrastruktur tatsächlich noch. Und Infrastruktur hat auch noch am nächsten Morgen oder am nächsten Tag ganz gut geklappt, vor allem mit dem Wetter und mit dem Thema Autos aus Matsch coolen ziehen, aber da komme ich später zu. Dann sollte es losgehen. Also erstmal eine große Bühne, ein Riesenteil. Also das muss ich sagen, die Bühnengröße habe ich persönlich so nicht kommen sehen.
Ich wusste zwar wohl, dass von zwei auf eine Bühne, sag ich mal, zusammengeschmissen worden ist, um dann aber auch da gewisse logistische Themen abzudecken, sprich Bandwechsel und Sidestage und Aufbauen und so weiter. Das wurde da entsprechend alles in ein Ding gepackt und die Bühne war auch echt groß, Freunde. Und ich muss vorher schon mal sagen, bevor es dann wirklich auch gleich zum Thema mit der Musik dann auch losgeht, zu den ganzen Bands, alter Schwede, der Sound. Ich muss direkt erstmal wirklich einen Gruß und einen Shoutout an die Soundjungs und an die Soundcrew da mal eben machen. Denn das war tatsächlich jetzt das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich bei einem Festival war und ich doch oft mich vorne aufgehalten habe aus Thema Video- und Fotogründen. Also direkt quasi in Boxen, direkt die Boxen vor mir stehen hatte, mehr oder weniger. Und ich dann irgendwann hinterher mal irgendwann Richtung, keine Ahnung, Zelt gelaufen bin oder mal was essen gegangen bin oder so. Und einfach kein großes Pfeifen auf dem Ohr hatte oder irgendwelche Problematiken mit dem Hören oder mit einfach, dass man dann so halb taub war, weil einfach mega laut war. Nee, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben und die Lautstärke war nicht wenig, also da war durchaus Dampf hinter. Aber ich war durchaus positiv überrascht, dass du auch definitiv nach mehreren Stunden in unmittelbarer Nähe an der Bühne du keinen Tinnitus davon getragen hast. Definitiv sehr, sehr lobenswert und trotzdem war der Sound für mich persönlich eigentlich sehr gut gemischt. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass es ja auch eine Herausforderung ist, wenn man, wir reden hier über, wie gesagt, 20 Bands, die da vorne Rabatz machen, dass du da alle vernünftig abgemischt kriegst und vernünftig verknotet und verkabelt kriegst, musst du auch erstmal machen. Naja, so, es sollte losgehen und es gab tatsächlich noch eine kleine Verschiebung im Line-Up, denn Accuracy aus Neukamper Feen konnten nicht anrücken. Das haben dann die Jungs von Bourbon Connection übernommen. Eine Band der ersten BOA-Stunde, wie ich mir sagen lassen habe. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe von den Jungs nicht so ganz so viel mitbekommen, weil ich einfach noch total viel mit Leuten gequatscht habe und mich unterhalten habe, die ich irgendwie schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Ergo habe ich das am Rande mitbekommen. Das war auf jeden Fall alles schon mal nicht verkehrt, was es da zu hören gab. Es wurde mit Sicherheit auch noch ein Stückchen im Sound noch ein bisschen geschraubt, das habe ich auch wohl gemerkt. Aber im Großen und Ganzen, ihr wisst das selber, die erste Band, Auftakt, immer so ein schwerer Stand. Also die meisten hingen auch noch an der Bierbude rum und waren noch am Trinken und am Quatschen. Und da hat sich noch nicht ganz so extrem viel vor die Bühne verirrt. Aber sie haben auf jeden Fall schon mal ganz gepflegt, abgerissen, schon mal ganz gepflegt einfach den Auftakt gemacht, was da auch ganz gut ankam und da sollte es auch definitiv nahtlos weitergehen, denn es stand erstmal ein ordentliches, strammes Programm an und es gab jetzt eine Sache, das wissen die Jungs aber auch selber, da werde ich jetzt auch nur mal kurz drauf eingehen, weil die Jungs das selber mehr als nur festgestellt haben, sondern da gab es halt eben auch schon Kommunikation zwischendurch, das habe ich wohl schon mitbekommen. Und zwar war das Thema Zeitmanagement. Zeitmanagement war wohl recht schwierig, denn Zeitmanagement, also es war tatsächlich geplant, dass die Changeovers, also die ganzen Wechsel zwischen den Bands, das sollte eigentlich innerhalb von 5 Minuten passiert sein. Da musste man sich dann doch nochmal eines Besseren besinnen. Das hat nur so semi-gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man das natürlich auch ganz klar auf dem Schirm hatte. Also ich sage jetzt mal hinten raus, wurde es echt schwierig auf dem Samstag, also die letzte Band, die war um 3.15 Uhr fertig, obwohl ich glaube, um kurz nach 1 eigentlich die letzte Messe gelesen sein sollte. Das war ein bisschen sehr schwierig. Das hat tatsächlich auch ein bisschen durcheinander gesorgt, auch irgendwie in der ganzen Planung. Man plant ja selbst auch so ein bisschen seinen Turn und ich hatte auch mit ein, zwei Bands gesprochen, die sind da auch so ein bisschen drüber gestolpert tatsächlich, aber wie gesagt, ich weiß, ich habe auch da während des Festivals auch mit einigen da gesprochen und das hat man definitiv auf dem Schirm und da gehe ich auch mal ganz schwer von aus, das wird nächstes Jahr anders laufen, weil man lernt ja auch aus den Themen, die da waren und dann ist das gut, wie gesagt, das möchte ich jetzt auch gar nicht übertrieben vertiefen, nur es gab halt, war halt ein bisschen schwierig manchmal, aber war grundsätzlich jetzt, das tat der ganzen Sache keinen Abbruch. So.
Und dann sollte es auch weitergehen, und zwar mit den Jungs aus Sögel. Die Band Megalis war am Start. Und ich habe festgestellt, ich habe mich mit den Jungs tatsächlich etwas zu wenig auseinandergesetzt, denn ich wusste nicht, dass die Jungs durchaus, also Jungs ist dann schon echt ein Kompliment, ich wusste nicht, dass die Jungs schon was älter sind. Also da war definitiv, war der Altersdurchschnitt auf der Bühne war recht hoch, aber, und das muss ich definitiv sagen, tat auch der ganzen Sache keinen Abbruch, denn die haben gut abgeliefert. Hat mir gut gefallen, was die gemacht haben. Haben eine ganz feinen ja, Heavy Rock Metal an den Tag gelegt. Haben da durchaus schon mal für mich persönlich nicht überrascht, aber doch durchaus positiv herausgestochen. Haben mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Werde ich tatsächlich auch wiedersehen, denn, und ihr vielleicht auch, beziehungsweise auch vielleicht hören an dieser Stelle, denn die Jungs spielen auch auf dem Schnickschnack-Festival im Juli, wo meine Wenigkeit unter anderem dann auch mit am Start sein wird, denn da werden wir zusammen mit Mucke sprengt soziale Grenzen ein bisschen was machen, ein bisschen was anstellen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf mit dem Dirk Lating. Und von daher, also Megalis, da habt ihr nicht das letzte Mal was auf diesem Kanal von gehört, da könnt ihr von ausgehen. Und ja, die Jungs haben es dann, da wurde es dann auch ein bisschen mehr vor der Bühne, da wurde dann auch schon ein bisschen getanzt und auch ein bisschen sich bewegt und so weiter. Da kamen dann schon die ersten Leute dann auch dahin. Da war schon ein bisschen mehr los. Das hat dann auch schon mal viel, viel Laune gemacht. Dann gab es, dann, ich glaube, eine Dreiviertelstunde wurde gespielt. Und dann gab's den nächsten Wechsel. Und dann wurde es auch schon interessant, weil vom Stil her ein bisschen was anderes als nur der Oldschool-Metal oder Oldschool-Rock. Denn die Awesome Scumpies gaben sich die Ehre. Die Jungs sind mir anhand ihres sehr durchaus ungewöhnlichen Bandnamens schon aufgefallen. Auch schon im Vorfeld bei der Bandvorschau, beziehungsweise auch bei der Orga-Runde. Und die Awesome Scumpies haben was, es gibt noch eine zweite Band, die das auch kann, aber die Awesome Scumpies haben tatsächlich so ziemlich ein Alleinstellungsmerkmal, denn die Jungs haben Blechinstrumente mit am Start und nicht nur eine, sondern gleich drei. Da war eine Trompete, eine Posaune und ein Saxophon am Start. Und ja, Freunde, ich kann mir nicht helfen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Awesome Scumpies war, also es ist eine Punk-Rock-Ska-Kombo. Ich muss mich da nochmal genau aufklären lassen, was da Phase ist, denn, und jetzt kommt schon mal so eine kleine Vorschau, am 10.7., sofern alles mitspieltechnisch und gesundheitlich natürlich, freue ich mich, euch schon mal ankündigen zu dürfen, dass die Awesome Scumpies, beziehungsweise in Form von dem Sänger, dem Björn, zu Gast sein werden bei uns hier im Podcast. Da freue ich mich schon ganz gewaltig drauf. Dann werden wir die Jungs, oder ich weiß nicht, ob er alleine kommt oder ob er Gäste mitbringt. Das müssen wir noch final klären. Also er wird auf jeden Fall da sein. Werden wir mal so ein bisschen reinhorchen, was da bei denen so los ist. Weil zum einen, wie man da auf den Stil kommt sowieso, aber auch mit Blasinstrumenten und alles, ist ja jetzt nicht so der typische Punk oder nicht so der übliche Rock'n'Roll oder Rock, das Rockinstrument, sage ich mal vorsichtig. Und sind auch sehr, sehr umtriebig und auch engagiert und alles. Also da bin ich definitiv gespannt, was für Insights wir und ihr dann auch entsprechend kriegt. Denn die musikalische Komponente war unfassbar spannend, spaßig. Und also ich sag mal so, ich bin eigentlich ein Tanzmuffel. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass der einzigst gesellschaftsfähige Tanz der Pogo ist. Aber Freunde, also selbst bei den Jungs, selbst mir ist, selbst da musste ich selbst mal mit meinem Purpose ein bisschen mitwackeln und mich ein bisschen bewegen und tanzen tatsächlich. Also irgendwie, also tanzen, das war jetzt, wenn man das Tanzen nennen möchte, also so ein bisschen bewegen an der Stelle, wo man steht, plus minus so zwei, drei Schritte nach rechts, links, vor, zurück. Nichtsdestotrotz haben die Jungs unfassbar Spaß gemacht. Also die haben eine Stimmung, die haben eine Energie auf der Bühne gehabt, das war echt krass. Habe ich so nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war richtig weggeflasht tatsächlich. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, wie die da am Gas geben auf der Bühne. Die hatten eine richtig gute Laune. Man konnte diese ganze Spielfreude, das hat richtig angesteckt. Das war richtig, richtig gut. Und auch die Leute, die da vor der Bühne standen, da standen auch teilweise gestandene Metalheads und selbst die hat es nicht ruhig auf den Stehplätzen gehalten. Und da wurde dann mit, irgendwann hatte er noch eine Wrestler-Maske auf, also Rey Mysterio für Arme so ein bisschen, keine Ahnung, was das war, muss er mir mal erklären demnächst. Aber einfach die ganze Stimmung, den ganzen Spaß und auch die Jungs, der Kollege, ich habe die Namen leider vergessen, ich habe mit ihm gesprochen im Nachgang, ich habe die Namen vergessen, sorry an der Stelle, der Posaunenmensch,
leck mich am Ärmel. Ganz ehrlich, so wie der auf der Bühne rumgerannt und rumgesprungen ist, ich wäre ohne Blasinstrument schon völlig atemlos und außer Puste gewesen. Und der spielt halt einfach noch Posaune da, so random dazu. Was geht, Alter? Mann. Da muss man Angst haben, dass der seine Sauerstoffversorgung nicht klar kriegt. Also Wahnsinn, wirklich wahnsinnsgeile Energie. Wie gesagt, im Nachgang dann auch mit dem Björn, mit dem Sänger noch mit unterhalten und mit dem Posaunist. Und man konnte merken, also die Jungs waren auch gut außer Puste, aber die Jungs hatten einfach, die hatten da richtig Spaß dran. Vor allem, was ich sehr, sehr interessant fand, es waren ja, ich glaube, die waren ja zu 8 oder zu 9 da auf der Bühne unterwegs. Die Jungs waren tatsächlich froh, dass die Bühne so groß war, weil es gab wohl auch schon Geschichten und Auftritte, da hat man sich tatsächlich auch schon mal den einen oder anderen Schneidezahn aus dem Esszimmer gekloppt mit irgendwelchen Trompeteninstrumenten, weil es echt überschaubar in Sachen Platz war. So, und so konnten die da auf der Bühne mal richtig rumtanzen und richtig rumhüppen und richtig sich mal richtig gehen lassen. War auch mit für die Band sicherlich eine ganz feine Sache. Komm übrigens aus Dortmund, kam Una da aus der Ecke, aus der Region. Hat uns also auch nicht ganz so weit tatsächlich zum Festival. Und also wie gesagt, unfassbar sympathische Truppe. Hat mir persönlich viel, viel, viel Spaß gemacht. Ist auch jetzt im Nachgang auch so ein paar Sachen auf meiner Playlist gelandet. Die Jungs haben übrigens gerade auch ein Album gerade Ende Mai rausgeknallt. Plan B heißt der. Gibt auch hier auf Spotify und Konsorten, könnt ihr euch auch mal reinhören. Durchaus hörenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht auch da, auch auf Platte viel Spaß. Live muss ich gestehen, also die Jungs sind live noch geiler. Also live sind die Jungs noch geiler als auf Platte. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr geiles Prädikat für eine Band, meines Erachtens. Wahrscheinlich kriege ich jetzt irgendwann demnächst so irgendwelche Insta-Nachrichten nach dem Motto, wieso? Platte ist doch viel geiler. Nein. Also die haben mich live einfach absolut überzeugt, muss ich so sagen. Ja, und nachdem man sich dann so ein bisschen, ich will nicht sagen beruhigt hat, aber auf jeden Fall mal so ein bisschen durchgeatmet hat und durchgeschnauft hat, dann, jetzt muss ich gerade mal eben selber schauen. Das Problem ist, bei so vielen Bands, man verliert echt legit den Überblick, Freunde. Deswegen danach und nach der Band und nach dem Gespräch erstmal schön im Biergarten gepflanzt. Und nachdem man dann im Biergarten das ein bisschen genossen hat, so ein bisschen mal auch die Aussicht und so weiter. Übrigens, wer dann schon mal Fotos sehen möchte, auf Instagram und auf Facebook auf unseren Seiten könnt ihr euch schon die ersten Bilder angucken. Die ersten 50, glaube ich, sind draußen. Oder auch Bruch Open Air. Also wir haben da so eine kleine Collaboration auf Englisch. Ich kriege es auf Deutsch nicht geschissen. Sorry, Leute. Auch laufen. Also da findet ihr die Bilder auch genauso. Da könnt ihr gerne schon mal euch so ein bisschen einen Eindruck verschaffen, was da vor Ort los war. Weil ich kann das euch gar nicht in Worten malen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Allein der Biergarten mit unter Bäumen und so weiter, war herrlich. War wirklich herrlich, muss ich so sagen. Dann, was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, Freunde, das ist mir tatsächlich auch erst am zweiten Tag aufgefallen, aber ich hole es jetzt schon mal ran. Es gab ja, ihr kennt ja Festivals, Konzerte und so weiter, gibt es ja immer das Mischpult, irgendwo so mittig irgendwo auf dem Platz, da die Jungs klaren Blick zur Bühne und da entsprechend die Jungs ihre Regler schieben können, Licht und Ton. So, was mir irgendwann erst am Samstag aufgefallen ist, ist, einfach, es war eigentlich ein Gag, weil am Samstag gab es ein bisschen Tonschwierigkeiten, weil es hat nachts geschüttet wie aus Eimern. Und irgendwo war so ein bisschen Wasser im Getriebe zu Beginn. Aber gut, ist halt mal so, ist Open Air, ist offen, ist Natur, kann passieren. So, und ich habe noch so aus Spaß gesagt, ich sage, da hat bestimmt einer über das WLAN-Kabel gestolpert. Bis mir mal aufgefallen ist, scheiße, da ist gar keine Kabelverbindung zwischen Bühne und Ton und Lichtpult. Was ist hier, wie machen die das? So, was ja jetzt einige nicht wissen, ist, dass das Hofgelände, beziehungsweise also, ja, das ganze Areal gehört einem Landwirt vor Ort. Der und sein Bruder sind ja beide im Orga-Team. Jetzt gehe ich mal davon aus, ist das langfristig schon angelegt worden oder, also zumindest kann es nicht in den zwei Tagen beim Aufbau gewesen sein, weil es lag überall Gras und sauber. Ich habe an der Bühne später, deutlich später, habe ich ein Regenwasserrohr gefunden, wodurch Kabel gezogen worden sind. Die Jungs haben tatsächlich wohl scheinbar von der Bühne zu dem Mischpult unterirdisch die Kabel gezogen. Und das fand ich auf so vielen Ebenen so geil und so sinnig tatsächlich. Ich meine, gut, vielleicht beim Regenwasser könnte es ein bisschen schwierig geworden sein, wenn da Wasser reingelaufen ist und das irgendwo stand und irgendwo vielleicht Kabel ein klein bisschen nicht mitgezickt hat, ein bisschen gezickt hat. Aber Freunde, ich fand das so fantastisch, weil, Leute, ihr seid nicht, man ist nicht beim Gelände, beim Laufen so vor der Bühne mal hin und her, also ich halt auch wieder mit Fotos und Kram, so ein bisschen vor der Bühne hinhergelaufen. Du bist nicht über irgendwelche Kabelstrapsen drüber gefallen oder irgendwelche Kabelkanäle, irgendwelche, diese Kabelbrücken, die ihr so kennt, so, ne, dass man da halt nicht so, oder mit so Leuchtedinger und so weiter, dass man da halt nicht so drüber fällt und so. Das gab's alles nicht. Das wurde komplett unterirdisch geregelt. Das fand ich so simpel wie so genial.
Und ich sage, es hat anderthalb Tage gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Und einen dummen Witz. Aber gut, nee, also das fand ich noch sehr bemerkenswert oder erwähnenswert. Oh, Kevin, das ist für dich auch die sechste oder die zwölfte Stunde. Jetzt auch noch ein Fußball. Ja, also auf jeden Fall, das fand ich sehr bemerkenswert. Also für alle Technikfreunde und diese Lösung geil finden, das war definitiv was für den inneren Monk für euch. Und ja, na, also auf jeden Fall, es sollte musikalisch weitergehen. Xaya aus Osnabrück sollten dann nachlegen, eine Band, die seit 1990 besteht und auch komplett in der Urbesetzung. Ich sag mal, nach jetzt 34 Jahren, gut, die Jungs auf der Bühne sind körperlich vielleicht auch schon stark älter, aber sind auf jeden Fall im Geiste absolut jung geblieben. Die haben da eine muntergeile Show abgezogen. Auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir gut gefallen. Der Sound hat mir sehr gut gefallen. Und da war schon amtlich was am Start. Danach wurde es ein bisschen aufgedrehter, will ich nicht sagen, aber doch so ein bisschen schon. Denn es sollten als nächstes die Jungs von Splitterfaser spielen. So, da schwingt ja bei dem Wort Splitterfaser immer noch nackt hinterher. Nein, das haben die Jungs Gott sei Dank nicht auf der Bühne gemacht. Bin ich auch sehr dankbar für, Jungs. Wenig später sollte, oder beziehungsweise am nächsten Morgen, muss ich dazu sagen, nach dem Aufstehen, aus dem Zelt gekrabbelt, sollte sich herausstellen, dass die Jungs und die Zeltnachbarn waren, tatsächlich. Ich hatte mich nur gewundert, nachdem dann das eigene Zelt und alles stand, Richtung Campgelände, da war alles noch frei, alles noch Platz. Und irgendwann nachts zurückgestrumpelt, noch gedacht, oh, da ist noch voll geworden. Noch hier große Flaggen mit hier Donuts und allem drum dran, pipapo, schön im Kreis aufgestellt, Camper und so weiter. Ich so, jo, alles klar, Camp, Nachbar, geil. Nächsten Morgen wach geworden, warte mal, die Jungs habe ich gestern auf der Bühne gesehen, die kenne ich. Wobei alle noch so ein bisschen im Salz lagen, ein bisschen Banane waren. Das war auch okay. Ja, jedenfalls Splitterfaser sollten spielen und auch aus Osnabrück eine sehr, sehr lustige, sehr, sehr spaßerfüllte auf jeden Fall. Die hatten eine Menge Bock auf der Bühne. Truppe, so wie gesagt Punkrock in dem Bereich unterwegs. Haben auch den inoffiziellen BOA-Song geschrieben mit Sei doch mal dabei in dieser BOA-Version. Ist so ein, so ist, noch mal, ist im Endeffekt ein Evergreen von den Jungs. Und also ist ein Dreier gespannt, also Gitarre, Bass und Schlagzeuger. Der Drummer, der halt auch noch eben noch nebenbei singt, da habe ich ihn auch nochmal zu gefragt. Ich sage, ich bin ja alleine mit dem, wenn ich mal hier und da nebenbei ein bisschen Schlagzeug spiele, da bin ich ja schon völlig fokussiert und völlig in meinem Thema drin. Zu singen, bin ich raus. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge an der Stelle. Naja, jedenfalls haben Splitterfaser auch eine Menge Leute vor die Bühne geholt. Da war auch einiges los. Es gab sogar einen Flaggenschwenker, also durchaus ihre Fanbase mit am Start gehabt. Und wie ich so raushören konnte, war das auch sozusagen so die Homebase an sich auch festivalmäßig. Gut, wenn man natürlich auch schon einen Song für das Festival schreibt, da hat man schon sicherlich ein bisschen Bock und auch ein bisschen Spaß dabei gehabt. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sehr lustig und auch da die Stimmung war gut. Das hat extrem viel Laune gemacht, auf jeden Fall. Dann ging es weiter. Etwas Pause dazwischen. Danach beim Umbau wieder. Man konnte kurz sich stärken. Dann ging es weiter mit Wackerhead. So, Freunde. Und Wackerhead ist so eine Sache. Also zwei Sachen kann ich ja vorab sagen. A, ich kenne die Band vom Namen und alles und auch den Markus Weckermann schon oft genug in sozialen Medien gesehen, den Namen schon überall auf irgendwelchen Plakaten, Konzerten gesehen. Ich habe die Jungs bis dato nicht geschafft, die mal live zu sehen, weil irgendwelche Termine nicht passten und irgendwie lief man 30 Mal aneinander vorbei. So, Wackerhead, muss ich jetzt sagen, ist eine, und das Zweite ist, entweder mag man es oder man mag es nicht. Weil, da werden jetzt die Puristen wahrscheinlich so ein bisschen Jehova schreien, also Wackerhead covern Motorhead, wie der Name sicherlich schon sagt. Und Wecker, der Sänger und Frontmann, geht einen anderen Weg, und zwar wird nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch gecovert. Ergo, es wird Deutsch gesungen, er ist hingegangen und hat die Texte von Motorhead auf Deutsch übersetzt. Und zwar, wenn ich es so richtig rausgehört habe, auf dem Auftritt auch, ziemlich 1:1, ziemlich direkt, mit ein bisschen hier und da noch was eingebaut ist, aber im Großen und Ganzen schon, also die Bedeutung ist ziemlich ähnlich geblieben, meinte ich jedenfalls rausgehört zu haben, so von den Sachen, die ich halt auch wirklich gut kannte, von auf dem Original dann zum Cover dann auch hin. Und haben aber also den Motorhead-Sound gut rübergekriegt, also da war durchaus, also als die deutsche Version von Ace of Spades zum Beispiel lief oder so, da knallte auch, das ratterte auf der Bühne und knallte im Gebälk, das war ganz was Feines. Also showmäßig total geil abgeliefert. Ich persönlich, ich mochte das Ganze, ich musste mich aber kurz echt ein bisschen reinfinden, so ein bisschen, weil
es so unglaublich seltsam war, Motorhead-Texte, Songs auf Deutsch zu hören. Das war echt schwierig für den Anfang. Also ich musste mich echt ein paar Songs reingewöhnen, bis ich da so ein bisschen meinen Frieden mitgemacht hatte und da auch dann nicht mehr zu sehr darauf geachtet hatte. Weil es einfach ungewöhnlich war, ist mir so auch noch nicht über den Weg gelaufen. War also mit viel Herzblut auch dabei, mit viel Enthusiasmus. Ich habe auch mit Wecker habe ich auch im Vorfeld mich ein bisschen länger unterhalten. Also Musiker durch und durch und lebt das Ganze bis in die letzte Pore. Also das muss ich ganz klar, klipp und klar sagen. Und nur ich sage, das Konzept als solches wird mit Sicherheit dem einen oder anderen nicht ganz so gut gefallen, weil es eben vielleicht auch ein Stück weit der eine oder andere puristisch ist und sagt, das kann doch nicht auf Deutsch machen, geht doch nicht. Ich fand's gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ein bisschen Gewöhnungssache für mich am Anfang, aber ich fand's fein. Ganz, ganz klar. Oh. Und danach muss ich gestehen, da verließen sie ihn so ein bisschen, weil es war halt nur mal Freitag, der halbe Tag wurde noch gearbeitet und irgendwie, keine Ahnung, bei mir verließen mich die Körner so ein bisschen. Da es auch so, da schon leichte Zeitverschiebungen auch gab, im Timetable, muss ich gestehen, habe ich Savage Blood, die sollten zum Schluss noch spielen, den letzten Auftritt am Freitag auf Samstag, habe ich nicht mehr vor der Bühne geschafft. Den habe ich aber vom Zeltplatz gut gehört, denn ich lag dann schon im Zelt und war so ein bisschen tot für mich so gefühlt. Und dann haben die Jungs Gas gegeben. Es war von der Akustik, es wehte gut Richtung Zeltplatz. Man konnte durchaus hören. Die waren, also das, was ich gehört habe, haben mir Savage Blood gut gefallen, was da so rüber geweht ist. Was die Bühnenshow angeht, Freunde, ich kann euch nichts dazu sagen. Wie gesagt, das Wecker habe ich noch, war für mich so ein Thema, wo ich gesagt habe, das will ich auf jeden Fall. Will ich auf jeden Fall sehen. Ich habe Savage Blood nicht mehr geschafft. Sorry, Folks. Sorry, Leute. Irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie hat er nicht so ganz, verließen sie ihn, die Körner waren irgendwie aufgebraucht bei mir. Nun, auf jeden Fall, ja, dann erstmal schön abgelegt, gepennt, am nächsten Morgen, habe gerade schon gesagt, aus dem Zelt geklettert, geguckt, oh, guck mal, die Jungs kennst du. Ja, Splitterfaser, wir waren alle noch so ein bisschen onduliert und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war man froh, dass man einfach nur existiert hatte. So, dann ging das aber los und dann ging das Schlamassel so ein bisschen los, denn es fing an zu regnen nachts. Es hat geschüttet wie Sau. Auch morgens zwischendurch musste man sich mal wieder ins Zelt verkrümeln, weil es einfach gepisst hat wie Sau. Dann irgendwann zum Frühstück marschiert. Das Frühstück war auch am Campground auch, ja, am Eingang vor allem und auch eben am Eingang des Festivalgeländes. Das war grundsätzlich offen, da konnte man dann auch früh morgens schon hin. Ja, dahin marschiert, dann gab es Frühstück. Ja, fein gefrühstückt, wie gesagt, mit Rührei, mit einem Salami-Brötchen. Ein Kakao dabei, also so für mich, das war wunderbar solide für den Morgen, das war ganz was fein. Das hat mir gut gefallen. Es gab auch noch später Kuchen tatsächlich nachmittags. Da wurde Kuchen gemacht. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht hin verirrt, aber ich fand die Idee spannend. Also was ich damit sagen will, ist auch da so ein bisschen dieses familiäre, so erstmal nur zusammen was frühstücken und so. Preislich übrigens auch vollkommen in Ordnung, möchte ich an der Stelle noch sagen. Also wenn man darüber nachdenkt, dass der ganze Käse dahin geschlürt werden muss und bla und blub, absolut in Ordnung. Also da kann sich keiner beschweren, meines Erachtens. Also ich bin für ein Frühstück für 4,50 Euro bin ich echt erstmal schier gewesen. Also das war ein 4,50 Euro Frühstück, das war erstmal für mich persönlich nach so einer Nacht, nach so einem Morgen völlig ausreichend. Ja, das Wetter, wie gesagt, sollte eine Rolle spielen, denn ja, so die Wegung und so die Wege hin und her über den Campingplatz und alles wurden irgendwann halt nun mal doch was matscheliger. Und irgendwann fiel dann so ein bisschen die Entscheidung, okay, also ich an dem Tag am Samstag bin ich getrunken, also nicht Bier getrunken, Alkohol getrunken, sondern man packt zusammen, fährt nachts dann nach der letzten Band irgendwann nach Hause und dann ist das gut. So, klar, vielleicht ein bisschen, man kann sich ein bisschen anstellen, weiß ich, aber im eigenen Bett schlafen ist irgendwie schöner. Vor allem, wenn man sowieso schon ziemlich platt ist. Aber das passt ja schon. Naja, auf jeden Fall, zusammengepackt, alles da mal so eine trockene Periode mal gab, mit ein bisschen Sonne, ein bisschen angetrocknet. So, das Zeug ins Auto geschmissen, alles gepackt, gemacht, getan. Und gesagt, komm, fährst du auf den Tagesparkplatz, damit du auch weil es wurde echt schwieriger mit dem Untergrund, dass man nachts nicht noch Probleme kriegt und fährst dann vom Tagesparkplatz raus und dann ist das okay. Ja, geschissen, Freunde. So, war gefahren. Ich glaube, ich habe die halbe Strecke nicht mal geschafft. Da habe ich mich so hoffnungslos verbuddelt und eingebuddelt. Da ging nichts mehr. Meine Karre, das Lahmmobil, das sah aus. Also das Ding war komplett Schlamm besprenkelt und bespritzt. Und ich habe mich auch so tief eingebuddelt. Also da war an Schieben und da war nichts mehr dran zu denken. Keine Chance. So, dumm gelaufen. Goodie. Ich ausgestiegen, durch den Matsch getabert, ich habe mittlerweile ausgesehen, auch voll gematscht wie Sau. Also ich sah Wacken-Feeling vom Feinsten, Freunde. Ja, zu einem von den Orga-Jungs marschiert.
Und hat gesagt, ich glaube, Hermann war es tatsächlich. Ich sage, Hermann, ich habe ein Problem, ich habe Malheur. Ich brauche wohl einen, der mich rauszieht. Ja, und dann kam dann die Aussage, ja, haben wir auf jeden Fall, kriegen wir gleich wohl hin. Ja, okay, zum Auto marschiert. Jo, was soll ich sagen? Es kam dann auch, was natürlich geil war, ne, Abschlepphaken, habe ich alles am Start, gar kein Thema. Problem ist nur, Abschlepphaken war unter dem ganzen Kofferraum gelump. Ergo halt also mitten im Schlamm den halben Kofferraum wieder ausgeladen, um diesen Kackhaken zu finden. So, dann den Haken vorne reingeschraubt, natürlich eine Aufregung, ja, Linksgewinde gleich Rechtsgewinde, gab es direkt schon Protest von den umliegenden Campingplätzen. Was ist denn das für ein Amateur? Erstmal direkt erstmal Shit gekriegt. War tatsächlich mein erstes Mal, dass ich mich abschleppen lassen musste, Freunde, also bitte. Naja, auf jeden Fall festgemacht. So, dann habe ich auch noch leider Gottes, man bezahlt ja auch sein Lehrgeld, ne, dann habe ich, bei neueren Autos hast du ja vorne so ein Ding, was du so eindrückst, dann kannst du so eine Blende rausnehmen, dann kannst du dann da den Haken reindrehen. Ja, was war natürlich, die Blende sollte eigentlich an so einem Haken, an so einem Halter-Gummipömpel da irgendwie hängen bleiben. Ja, das Ding war weg danach. Na ja, gut, dumm gelaufen. Egal. Auf jeden Fall, dann kam dann der Jens mit einem kleinen Radlader angerückt und hat mich dann da ganz schnell rausgezogen. So, dann hat er erstmal nur das Auto ich konnte auch wohl merken, dass der Radlader echt ziehen musste, bis der mich da aus dieser Kuhle raus hatte, wo ich mich dann schon festgefahren hatte. Und, was halt ein bisschen, oder dann hat er so ein bisschen den Berg so, war es Gefälle war drin, ganz bisschen. So, habe mich dann bis an die Anhöhe quasi gezogen. Da war dann, ja, also man muss dann, also waren, es war mehrere Fahrspuren auf diesem Campingplatz, glaube ich drei Fahrrinnen. Und man musste aber durch ein Tor quasi raus. So, und dieses eine Tor sah auch, also da die Zufahrt, die sah schon echt schwierig aus. Jens stieg aus, wollte gerade die Kette abmachen, mit der er mich gezogen hatte. Guckte hoch, stieg wieder in seinen Radlader, meinte noch, ich zieh dich mal bis ganz nach oben. Und hat dann das Auto erstmal bis ganz oben an die Straße gezogen. An der Stelle nochmal einen lieben, lieben Gruß nochmal an Hermann, der mir erlaubt hat, dass wir das Auto auf dem Hof parken durften mit festem Untergrund. Sehr, 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 sehr toll. Dankeschön nochmal dafür. Das hat eine Menge vereinfacht, muss ich sagen. Und auch die Abreise nachts, da stand dann auch nichts mehr im Wege. Wie gesagt, das Auto war so vollgematscht und so vollgebombt. Ich habe todsicher damit gerechnet, spätestens, weil ich musste dann durch Lingen, durch die Stadt einmal durchfahren. Ich habe todsicher damit gerechnet, dass ich angehalten werde. Und weil die Kiste so martialisch aussah und vollgepackt und allem drum dran, ich habe fest mit der Polizeikontrolle gerechnet, wenn das einer gesehen hätte, direkt erstmal pusten lassen. Nein, ist nicht passiert, alles gut, aber war trotzdem sehr, sehr auffällig tatsächlich. Also lag nicht nur an der Werbebeklebung von Musiklaberjans, sondern definitiv in dem Fall von den ganzen Schlammpackungen da. Und ja, also es war auf jeden Fall, ich hatte noch mal ein kleines Highlight mit dem Auto. Aber nachdem das dann auch alles wieder geklärt war und gelöst war, konnte man dann auch wieder Richtung Festivalgelände dann auch wieder marschieren. Und das Geile war, Freunde, da wurden so ein paar, vier Bänke aus so Paletten dahingestellt. Und man konnte da so geil sich draufpacken. Da wurden dann auch noch so Gartenstuhl, diese Auflagen kennt ihr ja mit Sicherheit auch, da drauf gepackt. Da konnte man es richtig geil aushalten, Freunde. Schön da auf dieses Palettending da draufgelegt mit der Unterlage, das war was weich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht da weggeknackt bin nochmal. Da muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht eingeschlafen wäre. Ja, und dann konnte man sich das muntere Treiben sich so ein bisschen angucken, so die einen oder anderen, die da aus dem Zelt gefallen sind, nochmal zum Frühstücken, beziehungsweise dann im Biergarten schon marschiert sind. Da sollte dann auch tatsächlich die erste Band, beziehungsweise die erste Spielmannskapelle aufspielen. Das war die, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, also die kamen aus Renzlage, die Jungs. Ich habe jetzt ehrlich gesagt den offiziellen, ich sage jetzt mal offiziellen Namen irgendwie tatsächlich verdrängt, Freunde. Es tut mir echt schwierig leid. Tut mir jetzt echt schwierig leid. Ich habe den offiziellen Namen der Spielmannskapelle nicht mehr auf dem Schirm. Es tut mir leid. Ich weiß, dass das Musikkapelle Renzlage, glaube ich, oder so müsste das gewesen sein. Haben dann da schön oldschoolig gespielt. Das ist irgendwie so ein Ding mit Kapelle auf dem Festival, glaube ich, mittlerweile. Aber weiß ich nicht, irgendwie war das ein ganz netter Start, so ein bisschen leise Töne, so für den Anfang. Denn die haben dann sich auch im Biergarten platziert. Und auf der Bühne konnte man dann schon zwischendurch mal sehen, dass da schon die erste Band des zweiten Tages dann entsprechend sich vorbereiten sollte. Und es ging dann auch recht schnell los tatsächlich. Und zwar haben dann Loxley gestartet.
Loxley, ja, okay, die haben wieder das undankbare Los der ersten Band des Tages gehabt. Haben auch einen haben gut gespielt, haben auch gut Spaß gemacht. Aber ich glaube, die Leute waren halt noch nicht so wach, so empfänglich dafür. Aber trotzdem, sauber gespielt, war gut. Hatten halt noch echt mit Tonproblemen zu kämpfen, mit dem, vor allem allen voran die Sängerleitung. Tatsächlich, irgendwie war da das irgendwann war da mit der Technik irgendwie, was gab es da Schwierigkeiten, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, dass da irgendwo wirklich Wasser im Spiel war, im wahrsten Sinne. Ja, mein Güte, wie gesagt, es ist halt nun mal live und es ist nicht alles perfekt und das sehe ich jetzt nicht so ganz so problematisch. Aber die haben trotzdem, sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und haben schön ihr Set gespielt. Also 100%ig an der Stelle. Ja, nachdem es dann auch da dann weiterging, da sollte dann, jetzt habe ich, muss ich gerade mal selber ein bisschen schauen. Das Problem ist, wie gesagt, bei so vielen Bands, Freunde, ihr kommt echt durcheinander. Ich orientiere mich jetzt gerade parallel so ein bisschen an meinen Fotos, die ich geschossen habe, so gemacht habe. Danach habe ich hier, genau, die Jungs von Rock'n'Bolle auf dem Zettel. Die Jungs aus Hamburg haben auch einen ganz feinen, schönen Heavy Rock mitgebracht. Haben da durchaus schon das ein oder andere, vielleicht auch ein oder andere Zelt wach gekriegt noch in der Ferne. Denn die Jungs haben auch durchaus ein bisschen druckvolleren Sound und haben da auch ordentlich einen abgeliefert, muss ich mal ganz klar sagen. Wie gesagt, auch da wird es definitiv Fotos zu geben, beziehungsweise Fotos, Schrägstrich, dann auch Video. Im Video könnt ihr euch dann auch soundmäßig nochmal einen Eindruck verschaffen. Das war durchaus sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend waren auch so ein bisschen die Platzverhältnisse nach dem Regen dann da auf dem Festivalgelände. Ich weiß nicht, ich habe gerade ein Foto hier, da ist einer hingegangen und hat irgendwie aus einem großen Schriftstück, Zettel, Zeitung, keine Ahnung, ein riesengroßes kleines Papierschiffchen gebaut. Es war irgendwann random auf dem Festivalplatz zu finden. Dann, nachdem dann so ein bisschen die Lebensgeister auch wirklich wach waren und Rock'n'Bolle durchaus solide, und nicht solide, sondern durchaus stabil auch ausgeliefert und abgeliefert haben vor allem, haben sich die Jungs von Stoneborn die Ehre gegeben. Das war so ein bisschen, die waren im Grunge ja unterwegs. Auch da, wie gesagt, konnte man sich gut angucken. Ich muss gestehen, ich habe mir den ganzen Spaß ein bisschen da aus dem Biergarten mal angeguckt, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, also meine Lebensgeister, die haben irgendwie, die waren noch Kreide holen. Ich weiß nicht, was da los war. Deswegen Stoneborn, die habe ich mir dann gemütlich angehört, also weniger vor der Bühne, als dann tatsächlich sich dann vom Biergarten auch aus. Aber wie gesagt, auch vom Biergarten, muss ich sagen, war auch der Sound gut. Also auch da, also egal wo ihr auf dem Festivalgelände wart, habt ihr einen stabilen Sound gehabt, fand ich. Also fand ich echt in Ordnung, fand ich echt gut. Und ja, nachdem Stoneborn dann da entsprechend abgerissen haben und was gezeigt haben, dann gab es für mich eine persönliche Premiere, denn auch da, ihr wisst ja auch in der Vergangenheit, wir haben ja als Musiklaber-Allianz durchaus den einen oder anderen Bezug zu der Band Zivilcourage. Ich sag mal Schnickschnack-Festival, ich sage generell Band-Geschichte, Band-History. Gab es ja schon zwei Folgen aus dem heiligen Zivi-Keller. Ich habe tatsächlich bis jetzt die Band noch nie live gesehen, was ich dann definitiv auch ändern durfte beim Bruch Open Air. Und ja, die Zivis live on stage. Und Freunde der Sonne, das wäre jetzt gemein, wenn ich sagen würde, ich bin überrascht, aber doch, ich war sehr positiv überrascht, weil ich irgendwie, ich kenne musikalisch vieles natürlich von Platte, von CDs und allem drum dran. Also da bin ich mit auch ganz gut ausgestattet worden. Gar kein Thema. Auch geil, stabil, macht Laune und auch diverse Musikvideos und so weiter. Alles kein Thema. Aber live ist halt, habe ich gerade vorhin bei den Awesome Scampis schon mal erwähnt, eine andere Baustelle. Und leck mich am Arsch, Freunde. Die Zivilcourage ist eine verdammt gute Liveband. Ehrlich. Also egal, ob ich da jetzt bekannt bin, wir uns kennen oder beziehungsweise befreundet sind und allen drum dran, wirklich unabhängig davon, das hat mir richtig Spaß gemacht. Also die Jungs haben so geil Gas gegeben. Also Zille am Gesang, der dann irgendwann anfing, auf den Boxen rumzuspringen und teilweise bei den Leuten, zu den Leuten runter in den Graben ist. So ein bisschen in Sachen Kletterkünste hat er so ein bisschen federn lassen später, aber das ist eine andere Geschichte. Übrigens bei Zivilcourage ist mir dann dieses Thema mit dem unterirdischen Kabelkanal aufgefallen. Tatsächlich gibt es da ein Foto von. Nee, aber Zille hat dann, ist dann da im Graben rumgesprungen, Klose mit seinem Gitarrensoli zwischendurch. Freunde, also das hat mir richtig gefallen. Die Energie, die Power, das hat mir richtig Spaß gemacht. Das fand ich richtig geil. Also Jungs, falls ihr hört, definitiv Hut ab. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Auch wenn ich mich gerade wiederhole.
Aber ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wieso ich so überrascht war, dass das so gut war. Aber ich war einfach, man hat schon so viel gehört und auch schon mitgekriegt und so, aber halt eben live noch gar nicht. Und das hat mir wirklich imponiert, die Power, mit was für einer Energie die vier da am Start sind. Also mega, mega gut, muss ich wirklich so sagen. Also wenn ihr da mal die Chance habt, die mal live zu sehen, macht es. Macht es definitiv. Das ist ganz was Feines gewesen. Ja, und nachdem die Zivis dann schon mal amtlich gezeigt haben, was Phase ist an dem Tag, das war so auch noch so ein großer Hallo-Wach-Moment für mich persönlich so ein bisschen, weil da war ich dann wirklich wieder richtig bei den Leuten, muss ich sagen. Dann ging es auch schon nahtlos weiter mit den Jungs von Tame the Abyss aus dem schönen Bayern. Also durchaus weitere Anreise gehabt. Ich muss gestehen, die Jungs, ich will nicht sagen, dass sie mir leid taten, aber die hatten, ich sag mal, nach dem Feuerwerk, weil die Zivis im vorher abgerissen haben, hatten die Jungs so ein bisschen, einen schweren Stand, aber die Jungs waren halt nicht so extrem auf Vollgasmodus, so übertrieben auf Vollgasmodus, wie es halt eben die Zivis waren tatsächlich. Ergo, und auch einige tatsächlich dann wirklich am Powern waren, Auspowern waren, ergo war vor der Bühne leider nicht ganz so viel los, ehrlich gesagt. Das Bühnenoutfit hat mich ein bisschen irritiert, denn es ist eine Dreierkombi, der Gitarrist, der Bassist und ein Schlagzeuger. Gitarrist singt auch dabei. Der Bassist war in diesem schönen Golfer-Karo-Muster-Oberteil unterwegs. So, wenn du um 16 Uhr ein Konzert spielst und um 18 Uhr auf dem Golfplatz stehen musst, sozusagen. Der Sänger hatte so eine Sänger und Gitarrist, der hatte so eine. So ein Anzug, so einen roten Samtanzug, Jacke, Blazer an, und der Schlagzeuger, der passte nicht ins Bild, der hat eine Lederjacke angehabt und sah am ehesten noch eine Rockband aus, irgendwie das Bühnenbild war ein bisschen verwirrend. Aber okay, auch da soundmäßig und an sich, die Jungs waren definitiv nicht verkehrt, also die haben auch da ihr Ding gespielt, die waren auch gut dabei. Aber also ich persönlich habe das auch dann tatsächlich nochmal wieder aus dem Biergarten verfolgt, so, oder einen Teil davon auf jeden Fall. Und wie gesagt, waren echt nicht schlecht, darf man nicht falsch verstehen, Freunde, aber irgendwie, keine Ahnung, bei dem einen oder anderen war immer noch so ein bisschen die Puste aus, so, also es standen jetzt, war jetzt nicht ganz so viel los vor der Bühne, wie es bei Zivilcourage tatsächlich war, aber nichtsdestotrotz tat natürlich im Ganzen keinen Abbruch, nur ich fand's halt für die Jungs von Tame the Abyss ein bisschen schwierig, also irgendwie war, aber ich glaube, das konntest du auch gar nicht so richtig planen, dass das so läuft, weil man weiß ja auch nicht so ein Stück weit nicht, wie sind die Leute drauf und wie kommen die Leute da entsprechend dann auch vor die Bühne und gehen mit und wie heiß sind die drauf und. Also von daher vielleicht auch einfach ja ein bisschen dumm gelaufen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, die waren nicht verkehrt. So, dann ging es weiter und jetzt habe ich ein echtes Problem zu gucken, wie hieß denn die Band, verdammte Seuche. Ich habe Fotos davon, ich sehe aber kein Plakat. Das ist gerade echt ein bisschen schwierig. Ah, Decibel Beast, stimmt. Ach Gottchen, sorry Leute. Hardgas Rock'n'Roll, ja, Logo, klar. Genau. Decibel Beast haben dann aufgespielt aus Oldenburg. Doch, genau, das war der Hard Sound, richtig. Ja, der Heavy Rock Sound. Ja, siehst du. Freunde, das Problem ist, wenn man dann tatsächlich auch mal ein bisschen weiter hinten, also nicht direkt an der Bühne steht, da ist man total in seinem Modus, aber sobald man so ein bisschen weiter hinten steht, ich sage, man, egal wo man hinkommt, man trifft immer Leute, mit denen man ins Quatschen kommt. Man lernt neue Leute kennen, man lernt alte Bekannte wieder, nicht wieder kennen, aber man trifft alte Bekannte wieder. Ja, das ist nämlich hier auch so ein bisschen passiert. Ich habe muckemäßig, habe ich leider nicht ganz so viel mitbekommen. Ich weiß, dass die durchaus ihre Reaktion gekriegt haben. Also die Leute waren ganz gut drauf, die Zuschauer haben da auch Party gemacht und alles. Der Sound, dieser Heavy-Rock-Sound, dieser Vollgas-Sound war auch geil, hat mir auch Spaß gemacht. Nur ich kann euch dann jetzt nicht so viele Details nennen. Es tut mich fast leid, aber wie gesagt, irgendwie, wie das manchmal so ist, dann ist man irgendwie, keine Ahnung, ist man auch mal ein bisschen so sich am Unterhalten. Eine Band, die ich danach im Anschluss deutlich mehr wieder verfolgt habe, weil da mir durchaus auch ein Song besonders im Ohr geblieben ist im Vorfeld, und zwar der Song Winner. Der tatsächlich auch den Schlusspunkt darstellen sollten dieser Band bei einem Auftritt. Das waren die Jungs von Damn Escape. Und Damn Escape ist auch eine Vierer-Kombo.
Die Jungs auch einen schönen, derben, flotten, schroffen Sound am Start. So, sie nennen es selbst Energetic Kick-Ass Rock, kommen aus Hitzacker, aus der Nähe von Lüneburg. Haben durchaus die Leute zum Bewegen gebracht. Also die haben gute Laune gehabt, die hatten so ein Ding dran, die haben dann die Leute wieder ein bisschen mitgekriegt. Vielleicht haben sich auch einige danach wieder erholt von dem einen oder anderen Auftritt davor. Auf jeden Fall war auch vor der Bühne da deutlich mehr los. Und mich persönlich hat es dann auch ein bisschen mehr gehuckt, wieder mehr gekriegt. Und den ganzen Sound, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr abgefeiert. Also mir gefällt das ganze Soundkleid, den die Jungs am Start haben, wie gesagt, Damn Escape, das hat für mich was, wo ich dran hängen geblieben bin. Wie gesagt, den Song Winner ist so mein Favorit aktuell. Könnt ihr euch auch mal auf Spotify mal anhören, wenn ihr da unterwegs seid und auch auf anderen Plattformen, gehe ich mal von aus. Das ist durchaus mal eine kleine Hörempfehlung von mir an euch da draußen. Denn auch live haben die Jungs durchaus auch was im Kasten. Haben durchaus auch was auf dem Kasten, meine Güte. Und von daher, ja, also da auch mal, wenn ihr da mal die Gelegenheit habt, die Jungs irgendwo mal live sehen zu können, tut es. Da habt ihr definitiv keine Zeit verschwendet. Das ist was ganz, was Feines. Im Anschluss dann ging es wieder in lokale Gefilde, denn die Band Tough Cut aus Osnabrück sollten sich die Ehre geben. Und auch die Jungs gehen so in den Punkrock-Bereich rein. Und was ich schon mal bemerkenswert fand, war einfach mal als Intro, der Intro-Song, es wird erstmal ein Bengalo vorne abgefeuert, ein roter. Da wurde erstmal ein bisschen in Sachen Licht schon mal so ein bisschen für klare Verhältnisse gesorgt. Und auch da wurde es sehr interessant. Es gab einen Menschen, ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis er zu der Band steht oder ob der einfach nur ein Fan war, ein Besucher war, der, keine Ahnung, völlig steil gegangen ist und der Band aufgefallen ist. Jedenfalls hat er seines Zeichens einen vakanten Posten der Band besetzt an dem Abend und das war der Posten der Luftgitarre. Beziehungsweise Luftgitarre im wahrsten Sinne, denn er hatte so eine aufblasbare Gitarre am Start. Und hat da den ersten Song mal eben richtig Gas gegeben und richtig da eine Show abgeliefert. Ich weiß es nicht, vielleicht suchen die Nutty Neighbors noch irgendwie noch einen zusätzlichen an der Gitarre. Der könnte durchaus sich mal bewerben. Also das Acting und das Showding hat auf jeden Fall richtig gut hingehauen. Er hatte eine Menge Spaß und alle hatten dann eine Menge Fets auf der Bühne, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch da kam richtig Laune und Stimmung auf. Und haben die Leute halt auch richtig, auch da zu packen gekriegt. Und ja, auf der Bühne, da wurde ein richtiges kleines Feuerwerk abgefeuert. Nicht nur in Sachen Bengalos tatsächlich, sondern eben auch musikalisch und stimmungsmäßig. Da war auch eine Menge dabei. Dann war ein wenig Pause. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier eine Band verpasst habe oder ob ich einfach sehr spät die Fotos gemacht habe. Das kann nämlich beides nicht ausgeschlossen sein an der Stelle. Deswegen muss ich hier mal eben reingucken. Nee, ich glaube tatsächlich, dann wurde es dunkel. Danach sollten nämlich Surrender the Crown spielen. Die Saarländer sind auch eben mal kurz aus dem Saarland da hochgeknallt. 2011, seitdem gibt es die Band schon, war ja ein ursprüngliches Studioprojekt. Haben so einen schönen Heavy-Rock-Stil am Start hier gehabt, also Druck Kasala, also so die üblichen Bullshit-Bingo-Dinger, die ihr bei uns hier so kennt mittlerweile. Alles definitiv abgedeckt. Ja doch, da sollte es durchaus auch ein bisschen amtlicher auf der Bühne rund gehen. Noch, also amtlicher im Sinne von klanggewaltig vor allem. Da wurde auch ordentlich abgeliefert, Freunde. Da wurde ordentlich abgeliefert. Ich war doch sehr, sehr begeistert. Auch da wieder soundtechnisch, das kam noch einen Ticken satter tatsächlich als auf Platte, was ich jetzt so, wo ich mich so ein bisschen dran erinnern kann, muss ich sagen. Und es fing natürlich auch zwischendurch nochmal wieder an zu regnen. Das half natürlich auch nicht an der Stelle. Und die haben auch eine Menge Power auf der Bühne gehabt. Und da hat sich der weite Weg hoffentlich auch für die Band gelohnt, also für die Zuschauer allemal. Denn da kam auch durchaus Laune auf. Und dann kam für mich mein persönlicher Abschluss tatsächlich, weil es wurde, ich hatte es ja schon mal gesagt, es wurde irgendwann doch ungeplanterweise irgendwie deutlich später als gedacht. Somit war für mich tatsächlich dann unsere alten Bekannten von Bosch waren auch da. Wer die Jungs nicht kennt, Industrial Metal, also ich weiß, die Jungs werden mich dafür wieder erschlagen, aber ich ziehe leider Gottes immer so ein bisschen den Vergleich zu so Rammstein und Co., um einfach euch mal eben kurz zu erzählen, in welche Richtung es geht. Also ich sage nicht wie, sondern dass es sich genauso anhört, aber es ist halt so ein Genre. Da kannst du Eisbrecher dazu nehmen, da kannst du, so in diese Richtung geht das halt, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja, Bosch so waren dann entsprechend noch dran. Das war für mich dann so mein Highlight, wo ich gesagt habe, jo, die auf jeden Fall, weil einfach, weil die mir damals auf dem Motionmation Spaß gemacht haben. Natürlich auch alte Bekannte, wir haben uns vorher auch getroffen. Das war auch der Grund, warum ich, glaube ich, Decibel Beast, glaube ich, nicht richtig gesehen habe. Haben uns vorher getroffen, uns auch viel ein bisschen gequatscht und ne, so, das gab so der Austausch oder den Austausch und all das. War eine schöne Runde. Fand es übrigens charmant. Also genau die drei, mit denen ich auch das, oder mit denen es auch das Interview gab, mit Ledde, mit Inge und mit, also Ingmar, Inge und Lutz. Die drei waren auch da. Da gab es auch, wer es gesehen hat, auf Insta auch das schöne kleine Foto, was auch, was ich auch cool fand. Max, der Sänger, der hat, da hieß es nur, ja, der ist wahrscheinlich im Auto und pennt. Okay, direkt so vom Auftritt, die Ruhe selbst. Satan Ziege. Ich glaube, ich wäre höllisch nervös. Aber gut, wenn man das schon ein paar Mal öfters gemacht hat, gewöhnt man sich da sicherlich auch dran. Ja, das war für mich dann so, für mich persönlich dann so, dass der Schlusspunkt. Also die Jungs, die haben in alter bekannter Manier auch richtig, richtig Gas gegeben. Witzigerweise, da waren, also es war nochmal, vor der Bühne nochmal war gut was los. Und die Leute direkt vorne am Graben, die sind richtig steil gegangen. Die haben richtig Gas gegeben. Da wurde geheadbanged, da wurde gemacht und getan. Und die haben dann nochmal richtig Stimmung gemacht. Also ich weiß nicht, wer von euch vielleicht sogar die Live-Mitschnitte, also das Live-Video gesehen hat auf Insta und Facebook von uns, auf Laber Allianz. Da habe ich mal versucht, das kurz mal ein bisschen einzufangen. Die hatten da richtig Bock. Die hatten richtig Spaß. Also vor der Bühne war gut. Auch die Jungs von Bosch haben wieder in gewohnter Manier richtig fein abgerissen. Ich persönlich, ich hatte Mods Laune. Es war einfach geil. Hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, wie ich ja gerade sagte, dann war für mich auch theoretisch, war auch so ziemlich das Ende erreicht. Es fehlten noch zwei Bands. Auf eine war ich eigentlich echt noch neugierig. Das waren Tri-State Corner. Und den Schlusspart sollten Invertigo machen. Oder haben auch Invertigo gemacht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war fertig. Ich war durch. Ich war auf. Ich war völlig platt. Hab dann gedacht, okay, scheiße, du musst doch noch irgendwie noch, musst doch noch heimfahren. Ja, komm, dann die Hühner gesattelt. Es tat mir, für die letzten beiden Bands tat es mir ein bisschen leid. Ich habe auch gesehen, dass nach Bosch einige auch abmarschiert sind vom Platz. Ich weiß nicht, wie viele da nochmal vorstanden. Das kann ich euch jetzt leider an der Stelle nicht sagen. Wie gesagt, zeitlich war es halt schwierig. Die letzte Band war um 3 Uhr, Viertel nach 3 fertig, habe ich mir berichten lassen tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, für mich war dann das Thema, war dann für mich der Tag gelaufen. Also ich war einfach wirklich auf. Ne, gerade noch Richtung Auto marschiert, im Auto reingesetzt und irgendwann nochmal Abfahrt. Ja, wie gesagt, Polizeikontrolle ist mir erspart geblieben mit dem Matschbomber. Aber ja. Ja, und was soll ich sagen? Ich sag mal, ich war ja nicht nur da, um Currywurst und Pommes zu futtern und die Bierreserven leer zu machen, sondern natürlich wollte ich euch, oder war ich ja auch da, um einfach mal was Neues kennenzulernen. Das Festival selber, wie gesagt, ist für mich der erste Besuch gewesen. Ich war natürlich dadurch, dass was im Vorfeld halt besprochen war und erzählt wurde und so weiter von den Jungs vom Orga-Team, Jungs und Mädels, muss ich dazu sagen, Grüße gehen raus an die Anja, wurde ja auch schon ein bisschen auf die Kacke gehauen, ne? So nach dem Motto, ne, das ist schon geil. Na gut. So, also dahin gefahren, ich kannte das Festival nur vom Hören, nicht vom Sehen. So, daher war ich natürlich auch sehr neugierig und sehr gespannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Also positiv überrascht ist wieder, das klingt immer so negativ, oder? Nein, also ich war sehr, sehr positiv überrascht, beeindruckt tatsächlich. Denn zum einen, das mit dem Campen hat mir sehr gut gefallen. Die Tatsache, dass man, also der WC-Wagen, der wurde auch permanent abgepumpt. Da stand tatsächlich so ein Gülleimer daneben, so einen großen. Da wurde also, da war das nicht so wie bei, dass du da irgendwie 15.000 oder 15 vollgeschissene Dixies hast nach anderthalb Tagen, sondern das war alles sauber, das wurde alles gepflegt, es wurde da ein hoher Wert drauf gelegt. Es gab immer Klopapier, also ich hatte auch meine obligatorische Klopapierrolle mit am Start. Auf Festival grundsätzlich Regel Nummer 1. Der eine oder andere von euch kennt das. Und also das war nie ein Thema. Es wurde immer sauber gemacht. Ich habe mehrfach jemanden gesehen, die sich darum gekümmert hat. Und das fand ich schon mal sehr, sehr positiv. Wie gesagt, Festival, also Campground selber, gut, Wetter, da kann das beste Orga-Team nichts machen. Und Drainagen ziehen ist nicht. Ansonsten Campground war super, auch recht gut durchorganisiert. Es gab einen Bereich, wo es ein bisschen lauter, ein bisschen mehr Action war. Wie gesagt, man konnte sich aber auch ein bisschen ans andere Ende verpieseln, wenn man ein bisschen Ruhe haben wollte. Fand ich durchaus sehr, sehr angenehm, auch was das Campen angeht. Die Wege waren trotzdem nicht weit. Also ich glaube, waren da 200 Meter, warst du am Camp, also Camp vom Camp, weitester Punkt vom Campground
warst du am Festivalgelände. Also das ist kein Weg. Das ist, wenn man sich an, wenn man gut, wenn man sich ranhält, ist das eine 0,33er Pilzlänge oder einmal tief durchatmen, geht auch. Und sofern man nicht noch irgendwo hängen bleibt, bei einem alten Bekannten, konnte man da auch schnell hin. Alles gut. Also wie gesagt, Wetter kann man nichts für. Wenn er trocken ist, ist das easy. Ne? Ansonsten, was ich, wie gesagt, sehr, sehr schön fand und sehr, sehr angenehm fand, war zum einen die Tatsache, dass das ganze Ding unglaublich gemütlich war. Lach natürlich, klar, auch an dieser ganzen Baumgeschichte, also wie gesagt, so ein, nicht Wäldchen, aber halt eben wie so eine Lichtung bald schon angelegt, so rundherum, so im Ring, so Bäume drumherum und in der Mitte freie Fläche, wo da die Bühne stand, wo man dann die Bierbuden hingeknallt hat und so. War also eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltungsfläche. Dann eben das Thema mit dem Biergarten. Ultra gemütlich, also wie gesagt, man konnte wirklich auf einer Bierbank sitzen oder auf einer Bank sich hinhocken, ein bisschen abseits auch mal kurz durchschnaufen und man konnte trotzdem rechts und links, da stand auch ein Bierwagen in Sichtfeld, das war ein bisschen schade, aber irgendwo müssen die Dinger ja auch hin. Man konnte rechts und links schön an den Bierbuden dann vorbeigucken und konnte schön ein bisschen Konzert gucken, man eben durchschnaufen, wenn man gerade jetzt mal eine Band hat, gespielt hatte, wo man sagt, ja, höre ich mir an, aber muss ich jetzt nicht auf Teufel komm raus vorne an der Bühne erste Reihe stehen? Und wenn man dann wieder soweit war für eine Band, die man dann besonders intensiv erleben wollte in der ersten oder in vorderen Reihen, dann konnte man da ganz easy hinmarschieren und es war alles irgendwie tatsächlich trotzdem entspannt. Also wie gesagt, der Zeitplan war stramm, das muss man sagen. Also ich muss auch generell sagen, also wie gesagt, 21 Spielkapellen in Summe, das ist schon eine Hausnummer. Also auf einer Bühne, das war schon ein strammes Programm. Also so, ne, wird man auch überall versucht, so wie ich zum Beispiel, irgendwo kleine Videos und Fotos auch mitzunehmen. Ist das durchaus sportlich, aber andersrum, wenn man natürlich so ein bisschen ein entspannterer Festivalgänger ist, wie viele andere, ich habe viele Leute in diesem Biergarten sitzen sehen, trotz dass es nicht so warm war und so weiter, also gerade im Sommer, also im letzten Jahr habe ich mir sagen lassen, war der Biergarten brechend voll, weil schön Schattenplätzchen überall war, kann ich verstehen. Aber wie gesagt, es war sehr gemütlich, es war sehr entspannt, auch das mit dem Essen, wie gesagt, also es war jetzt, vom Preislichen war es in Ordnung, auf jeden Fall, also man konnte sich da auch vor Ort verpflegen, so, wenn man jetzt nicht keine Lust hatte, irgendwie eine halbe Küche mitzunehmen. Das war easy, war gut. Du störst da draußen keinen, das ist wirklich mitten in der Pampa. Also wirklich, Karpaten, das ist Karpaten durchgespielt. Also wirklich, wenn du denkst, du hast dich verfahren, dann bist du richtig. Das war bei der Anreise ganz spannend. Natürlich, bei der Abreise habe ich dann gesehen, da bin ich über etwas mehr Hauptrouten gefahren. Auf dem Hinweg habe ich mich doch ein bisschen zu blind aufs Navi verlassen. Der hat mich so durch die Pampa geschickt, dass ich da auch keine Beschilderung gesehen hatte und nix. Da wurde auch seitens Orga-Team gesagt, ey, wieso, das ist doch alles hier beschildert, blablabla, tralala, ich habe da nichts gesehen auf dem Hinweg, weil ich von der völlig verkehrten Richtung, völlig innen durch irgendwo kam, da stand natürlich keine, aber von den Hauptrouten waren überall alles beschildert, also wenn man es nicht gerade so töffelig unterwegs war wie ich, hat man das auch hier gefunden, also ich habe es trotzdem gefunden, Orientierungssinn sei Dank, aber ja, ne, wenn man die normalen Hauptrouten genommen hätte und sich nicht blind aufs Navi verlassen hätte, dann hätte man auch die Schilder gesehen. Nun, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe auch eingangs schon gesagt, das Thekenpersonal sehr lieb, sehr freundlich, sehr, sehr engagiert, sehr hinter. Also wie gesagt, Durstleiden musste da keiner. Ich habe übrigens noch zwei Sachen habe ich noch vergessen. Zum einen der Merch-Stand. Es gab noch schon so ein Merch-Zelt, wo auch wechselnd die Bands dann entsprechend sich aufgestellt haben. Auch die BOA-Crew hat noch ihr Festival-Merch verkauft, was auch ziemlich schnell ging, weil irgendwann war ziemlich schnell alle. Weil ich muss sagen, ich habe auch zugeschlagen, weil ihr wisst ja, Festival, Shirts und hinten Bands drauf mit Datum bin ich ja voll dabei. Da bin ich ja Fan. Da bin ich ja großer Fan von solchen Souvenirs. Und da auf jeden Fall, da wurde Action gemacht. Da könnt ihr auch noch Videos zu. Dann, wie gesagt, Merch-Zelt hat eben für die Bands. Das war dann immer wechselnde Besetzung, logischerweise, mit den Band-Merchern. Und es war noch der Schmuckstand von Pala Unicata, die waren auch da. Habt ihr auch schon mal gesehen, und zwar bei mir, oder bei uns besser gesagt, auf dem Motion May Video, da waren die, also auf dem Motion May waren die auch da, letztes und dieses Jahr, und da habe ich auch schon in dem Vlog, habe ich den Stand auch noch mit drin genommen, die beiden waren auch da, und da gab es auch wieder schöne Sachen zu finden, also wenn ich da richtig loslege, dann bin ich da pleite, da kann ich Privatinsolvenz anmelden, Freunde, weil das ist absolute Handarbeit, Handwerkskunst, darf man nicht vergessen, das kostet natürlich auch eine Kleinigkeit. Und das waren so schöne Sachen dazwischen. Ich sage, ich hätte mich da tot kaufen können, wäre mit wahrscheinlich 15 Kilo Metallsachen nach Hause gefahren und wie gesagt, wäre nicht gefahren, weil ich hätte dann mein Auto versetzen müssen oder so, keine Ahnung. Also das war echt schön, aber echt schwierig, da standhaft zu bleiben. Also auch da nette Gespräche noch geführt, war sehr, sehr sympathische Crew auch da, darf ich nicht vergessen. Und
war sehr angenehm, auf alle Fälle. Ja, und wie gesagt, es bleibt auf jeden Fall zu sagen, infrastrukturell fand ich das sehr gut gelöst. Auch der Campground, da waren auch diverse Lichtorgeln, also Lichtfluter, die da nachts für ordentlich Beleuchtung gesorgt haben. Das fand ich auch sehr gut gelöst. War auch nicht zu übertrieben, aber ich muss gestehen, wenn man sich weiter abseits gecampt hat wie ich, in dem Falle, dann war das natürlich auch nicht mehr so hell. Der erste Gedanke war, sich direkt neben so ein Ding zu knallen. Und dann habe ich gesagt, gut, da habe ich dann permanente Beleuchtung im Zelt. Das ist auch ein bisschen schwierig. Na gut, auf jeden Fall. Also das große Ganze infrastrukturell fand ich sehr gut gelöst. Vor allem an Betracht der Tatsache, dass es da recht weit draußen auch einfach ist. Das dürfen wir auch nicht, vergessen. Und soundmäßig, ich fand den Sound sehr gut. Der hat mir sehr gut gefallen, klangmäßig, habe ich auch eingangs schon gesagt. Und ansonsten, das große Ganze hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin, es ist familiär. Man merkt auch da den familiären Touch, den das Festival einfach hat. Es wird Wert auch auf Gemütlichkeit gelegt, sei es eben mit dem Biergarten, sei es mit diesen Palettenliegen, die ich da vorhin schon erwähnt hatte. Keine Ahnung, man spricht, man quatscht mal hier da miteinander, irgendwie gefühlt kannte jeder jeden so ein bisschen. Und das fand ich unheimlich sympathisch und irgendwie sehr, sehr angenehm. Grüße gehen übrigens auch noch raus an den Michael, den Organisator von dem Benefizkonzert Berge rockt. Das ist dort, also Berge ist da ein Ort oder das Örtchen, Örtchen, irgendwie so. Da direkt in der Nähe, da findet nämlich auch noch im August ein Benefizkonzert oder ein Benefiz-Open-Air statt. Unter anderem auch mit S-Supplin habe ich gesehen, die da unterwegs sind. Auch Splitterfaser tatsächlich auch am Start. Ist jetzt tatsächlich auch ausverkauft worden, geht für einen guten Zweck. Berge rockt e.V. sitzt da dahinter. Ich denke, da werden wir nochmal im Detail ein bisschen näher drauf eingehen für die Zukunft, weil wir haben da sehr nette Unterhaltung gehabt und hat mir so einiges erzählt, auch worum es da geht und so weiter und so fort. Ich lege euch jetzt einfach erstmal direkt da ans Herz, mal ruhig mal online zu gucken, was da Phase ist. Ich denke mal, dass wir mal irgendwie gucken müssen, dass wir da ihn mal hier mit Ton mal ins Thema hier holen, ins Podcast-Thema, dass er uns mal eine Viertelstunde, 20 Minuten mal erzählt, was da los ist und wie und wo und was, weil das auch aus einer ziemlich fixen Idee entstanden ist, wenn ich mich richtig erinnere. Auch eine sympathische Sache, so Benefizthemen sind wir ja auch sehr, sehr gerne und auch sehr offen da entsprechend für, da auch entsprechend ein bisschen Werbung zu machen. Wie gesagt, Werbung ist jetzt tatsächlich in dem Sinne nicht nötig vor Ort, weil die Jungs tatsächlich ausverkauft sind, was mich sehr freut, absolut geil. Und ja, da gehen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen und vielleicht auch fürs nächste Jahr, fürs nächste Event auch nochmal drauf ein. Ich finde die Idee nämlich eine ganz schöne. Ja, wie gesagt, Fazit an der Stelle ist, dass wie gesagt, das Bruch Open Air ist ein Festival auch wieder von Fans für Fans. Also auch da Wackengänger vom Feinsten oder Wacken-Fans, die sagen, hey, wir wollen auch was Eigenes machen, was Geiles machen. Das haben sie definitiv geschafft. Also das muss ich euch ganz klar sagen. Bruch Open Air, wenn ich Bruch sage, kriege ich wieder einen anderen Hals. Das Bruch Open Air ist sehr familiär, sehr gemütlich, finde ich. Und wie gesagt, das Line-Up, ich sag mal, du hast jetzt nicht die dicksten Namen dabei gehabt, muss ich sagen. Also ich sag mal, die bekanntesten für mich waren jetzt Bosch und Tri-State Corner, rein vom Namen her, so aus unserem Kosmos. Und du hast viel Lokales gehabt. Ich hatte ja mal spaßeshalber gesagt, dass gefühlt Osnabrück keine Band hat, weil die irgendwie alle auf dem Bruch gespielt haben. Aber nee, es ist einfach wirklich so, dass da auch wieder so im Prinzip für das, was wir auch sehr gerne machen, lokal und auch ein bisschen unbekanntere Bands einfach gerne uns auch mal mit auseinandersetzen. Das war natürlich ein Paradies dafür, also quasi schon fast Reizüberflutung mehr oder weniger. Und es war einfach sehr, sehr schön und man konnte sich musikalisch ein bisschen überraschen lassen. Wie gesagt, wenn man jetzt gesagt hat, hey, ist vielleicht jetzt nicht 100% mein Ding, weil, keine Ahnung, der eine oder andere vielleicht mit dem Industrial von Bosch nichts anfangen kann, weil der andere vielleicht mit dem Ska, mit dem Getrompetenthema von den Awesome Scumpies nichts anfangen kann oder mit dem deutschsprachigen Motorhead, wie auch immer. Ne? Dann gut, dann geht man halt ein Bierchen trinken und so weiter und so fort und man hat sich dann eine Stunde später wieder rangestellt, weil wieder was Neues gespielt hat. Und wie gesagt, man konnte durchaus auch musikalisch einiges entdecken. Und das fand ich, das hat mir persönlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht einfach. Und ich denke auch, dass das im nächsten Jahr so sein wird. Line-Up 2025 tatsächlich ist schon, der Termin fürs Bruch Open Air 2025 ist schon angekündigt worden. Und zwar, der Termin ist der 20. und 21.06.2025.
Und es sind auch schon Bands bestätigt worden. Zum Beispiel Alveol, Falling Bricks, Pay Pandora, Beast, Recorder und unsere Freunde von Kion sind auch mit am Start. Das ist ja fast schon wieder ein Pflichttermin, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir müssen nochmal vorbeikommen. Also ich kann euch so sagen, dass ich da definitiv ultimativ nochmal Bock habe hinzufahren. Ich persönlich werde auch 2025 irgendwie am Start sein. Also Jungs, liebe Crew, lieber Ingo, wenn ihr zuhört, bitte schon mal 4 Tickets inklusive Camping zur Seite legen. Wir müssen schreiben. Also, nach wie vor, wie gesagt, schönes Festival, hat mir, wie gesagt, viel Spaß gemacht. Ich will da auch nächstes Jahr definitiv hin. Das ist für mich jetzt tatsächlich ein Termin, den ich mir mehr oder weniger quasi direkt in meinen Terminkalender schreiben werde. Ich habe mir auch sagen lassen, dass die Tickets tatsächlich echt ein Thema sind. Die Tickets sind schon im Verkauf. Es sind jetzt schon 60% der Tickets verkauft worden. Das heißt, Summa Solarium, um die 600 Tickets sind schon fort. Von daher, also wer da wirklich hin möchte, der sollte sich da auch entsprechend tatsächlich sputen, dort dann auch entsprechend am Start zu sein. Von daher, auf bruchopener.de könnt ihr euch da entsprechend auch Tickets holen. Wie gesagt, ich kann es euch empfehlen. Es ist ein schönes Festival und macht sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr gemütlich und sehr, sehr urig. Ja, Freunde, jetzt habe ich euch alleine eine Stunde 20 in eine Frikadelle ans Ohr gesabbelt. Es tut mir fast ein bisschen leid, aber irgendwie auch nicht, weil ich muss sagen, das Wochenende hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wie gesagt, viele Leute kennengelernt. Das Ganze war einfach ein riesengroßes Happening einfach wieder. Und es ist schön, mit endlich normalen Leuten irgendwie da 2 schöne Tage zu verbringen. Muss ich euch auch mal so sagen. Was ich übrigens auch total spannend fand. Das ist so aus meiner eigenen Erfahrung jetzt so ein bisschen, die ich gemacht habe. Ich meine, der Podcast, die ganze Geschichte läuft jetzt seit ziemlich genau 3 Jahren. Das ist hier quasi jetzt mehr oder weniger die Jubiläumsfolge, dass wir jetzt genau ziemlich genau 3 Jahre alt sind, die Laber-Allianz. Und was ich immer noch total seltsam finde, ich finde es schön, ich freue mich unfassbar darüber, aber ich finde es immer noch für mich selber persönlich total seltsam. Mich sprechen Menschen an, die kenne ich nicht. Also ihr da draußen natürlich, die hier hören, die vielleicht auch unser YouTube, keine Ahnung, was ihr schon gesehen habt oder nicht gesehen habt, kein Plan, oder gehört habt. Man wird von Leuten angesprochen, die, wie gesagt, man kennt sie nicht und man kriegt Feedback, so, ey, cooler Podcast und ihr macht das schön und macht das gut, was ihr da macht und so. Ich freue mich da voll drüber. Also, liebe Leute, vielen, vielen Dank für euer Feedback auch an der Stelle, für dieses Positive. Es ist halt nur immer noch so total seltsam. Ich weiß manchmal nicht, wie ich darauf reagieren soll, wenn ich ehrlich bin. Das ist manchmal ein bisschen komisch, aber es freut mich sehr. Und beziehungsweise nicht nur mich, sondern auch uns. Also wenn ihr Sven auch mal irgendwo in freier Wildbahn seht, gerne ruhig ansprechen. Wir freuen uns da ungemein drüber, nur es ist für uns halt manchmal auch noch ein bisschen seltsam. Also so ganz komisch. Also da haben wir komischerweise auch nicht so die große Klappe wie hier im Podcast oder auch im Video oder so, aber irgendwie ist man dann so ein bisschen so, ja, danke, schön, freu. Und irgendwie so, man weiß halt nicht, wie man darauf reagieren soll. Aber es ist unheimlich schön und das habe ich tatsächlich bei dem Festival auch ein paar Mal erlebt. Also liebe Grüße an alle Besucher und alle, die vielleicht jetzt noch neu dazugekommen sind. Freut mich natürlich auch, würde mich auch freuen, wenn ihr natürlich auch hier bleiben würdet, auch nach dem Festival tatsächlich. Es gibt eine Menge von uns zu entdecken. Ich mache jetzt nochmal in die Werbetrommel, bevor ich hier den Laden zuschließe. Instagram sind wir unterwegs, auf Facebook sind wir unterwegs. Da werden jetzt gerade aktuell, Stand heute 19.06., werden noch die ganzen Fotos so peu à peu hochgeladen. Dann wird es ein großes Video geben noch vom Bruch Open Air. Ich schätze, das wird auch ziemlich lang sein, mit vielen Live-Mitschnitten, mit viel auch ein bisschen Erlebnisbericht so vom Campingplatz, vom Festivalgelände und. Und das wird mal auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/Musiklaberallianz findet ihr uns. Auf Twitch findet ihr uns. Hin und wieder livestreamen wir auch mal. twitch.tv/Musiklaberallianz. Und wenn ihr sonst noch so wissen wollt, wo wir unterwegs sind, würde ich euch einfach den Linktree mal ans Herz legen. Und zwar Linktree tatsächlich einfach so eingeben, linktree/Musiklaberallianz. Da findet ihr alles, überall alle Plattformen, wo wir unterwegs sind. Egal, ob es Podcast ist, ob es Video ist, ob es Social Media ist, ob es WhatsApp, also WhatsApp Social Media ist, gerne auch im WhatsApp-Kanal reinfolgen. Ihr verpasst nichts. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Wie gesagt, wir freuen uns auch immer über Feedbacks. Positiv natürlich am liebsten, klar. Auch gerne konstruktives Feedback. Also wenn ihr sagt, hey, du, das und das könnt ihr auch vielleicht besser machen oder ist das mal eine Idee, wie auch immer, gerne. Also verschließen wir uns nicht vor. Doof ist nur, wenn ihr sagt, hey, scheiße. Wenn ich frage, warum, dann nichts zu sagen, ist halt dann ein bisschen nicht hilfreich.
Also wie gesagt, folgt uns gerne, bleibt ein bisschen am Ball. Es wird dieses Jahr noch einiges auf euch zukommen, da kann ich euch versprechen. Nächstes Jahr natürlich auch. Und ansonsten möchte ich das sozusagen, möchte ich es quasi halten wie die Jungs von Splitterfaser, indem ich einfach sage, sei doch einfach mal dabei. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Bleibt uns gewogen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.